zu können. Du bist Jahrgang 1939, wirst also demnächst 60, geboren in Berlin, aufgewachsen in Oberhessen und im Ruhrgebiet in Oberhessen am Ufer eines kleinen Flüsschens, die Ohm, die in deinem Gedicht eine wichtige Rolle spielt, und seit den 80er Jahren in Frankfurt eine wichtige Gestalt der Frankfurter Szene, Leiter des Literaturbüros und ein Autor, der von Buch zu Buch sich selbst weiterschreibt. Es ist eine von 63 herwärts eine fast unendliche Flut an Poesie, die sich natürlich auch gewandelt hat im Laufe der Zeiten. Ich würde dich aber bitten, vielleicht zurückzublicken zum Anfang. Wie fing das 1963 überhaupt an mit diesem Work in Progress? Ja, es war gleich von allen Anfang an Langgedichte, merkwürdigerweise. Ich wollte eigentlich nie in meinem Leben etwas anderes schreiben als Langgedichte. Ich habe, wie wahrscheinlich sehr viele junge Menschen, als ich studiert habe oder gearbeitet habe, bin ich teilweise mit kleinen Koffern voller Manuskripte, habe ich dann die jeweiligen Wohnorte verlassen und das ist alles vernichtet worden. Aber ich wollte im Grunde genommen eigentlich immer nur Langgedichte schreiben. Und gab es da irgendwelche prägende Leseerlebnisse oder war das einfach da oder wie? Es war da. Ein Erlebnis war ganz ohne Zweifel Hole von Allen Ginsberg. Mhm. Das war 1961 oder 1960. Meiner Meinung nach ist das auch weitaus das beste Buch von Ginsberg. Ja, das hat auch, glaube ich, in sehr vielen Literaturen ähnliche Initialzündungen bewirkt. Auch in der rumänischen Literatur gibt es Autoren, die mit diesem Buch einen ganz wichtigen Anstoß bekommen haben. Ja, es war eine große Ermutigung. Also Langgedichte gab es ja damals schon. Ja. Ich will nicht alle Titel hier vorlesen. Ich finde, es gibt einige sehr charakteristische Titel dabei, die wichtig sind. Vielleicht sagst du ein paar Worte dazu, zum Beispiel zu dem Begriff Darwingrad, den ich sehr geistreich finde auch und wichtig in einem nicht nur poetischen Bezug. Es ist ohne Zweifel mein bester Titel. Ich finde es sehr schwer, übrigens Titel zu finden für Gedichtbände. Ja. Und ich habe meiner Meinung nach nie mehr diese Wucht, diese fast archaische und auch vieldeutige Wucht dieses Titels erreicht. Darwingrad, ich würde am liebsten alle meine Bücher Darwingrad 1, Darwingrad 2, Darwingrad 3 nennen und 4 und 5 und 6 und ja, so weiter. Ja, das ist mir auch sofort aufgefallen. Das ist wirklich ein ganz tolles Wort, das enorme Horizonte aufreißt. Wir wollen das jetzt vielleicht nicht theoretisch ausloten. Ich glaube aber, es gibt noch einen sehr schönen Titel, der auch charakteristisch und wichtig ist für die Substanz der Gedichte, eben noch vor langer Zeit jetzt, von 1987. Vor langer Zeit eben jetzt. Das ist fast ein programmatischer Titel. Ja. Ne? Mhm. Weil zumindest in den Gedichten, in den Texten gibt es keine einheitliche Zeit. Es gibt die Zeit selber. Und das ist ja auch wissenschaftlich, wird es ja immer fragwürdiger, ob es die Zeit, die wir uns konstruieren, überhaupt eine Zeit ist. Ja. Nicht, ob es überhaupt realistisch ist. Ich glaube es nicht. Also Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit verschwimmen für mich sehr stark. Das letzte Buch, das neueste, nein, das vorletzte Buch, Säugerleid von 1996, enthält drei Teile einer Folge, die mit Kaddisch, also mit dem Begriff, den jüdischen Begriff für Totenlieder übertitelt sind. Und soweit ich das verstanden habe, ist das ein Zyklus, der ebenfalls fortgeschrieben wird, der sich fortschreibt und auch ganz programmatisch gesehen wichtig ist für die Konzeption deines poetischen Werkes. Ja, Kaddisch, wie gesagt, kommt aus dem Jüdischen, heißt eigentlich genauer gesagt Totengedenken. Und das ist ein Poem in Progress, was ich eigentlich vorhabe, so lange zu schreiben, wie ich schreiben kann und will. Also es existieren vier Teile, sind veröffentlicht, es existieren jetzt schon sechs weitere Teile, zumindest im ersten Reinschrift. Es wird vermutlich bis zu 15 Teilen, bis zu 300 Seiten lang werden. Es geht da um bestimmte Menschen, individuelle Personen, aber es geht auch um ganze, völlig vergessene, anonyme. Es geht eigentlich, es ist Totengedenken und das gar nicht merkwürdig ist, es ist eigentlich ein Gesang ans Leben. Ja, es sind aber nicht nur deine persönlichen Toten sozusagen, sondern... Nein, also ich... Kleist oder Homer oder Racine oder wer auch immer. Ja,
Also im ganz allgemeinen Sinn mit einem Wort zu von dir das vielleicht zu charakterisieren, mit, um Erbgut. Ist das das Erbgut, das sich in einem Vers träge, wälzt sich das Erbgut durch Raum und Zeit, heißt es in einem Vers. Dann würde ich dich bitten, um ein bisschen Eindruck zu geben von der Art dieser komplexen Poesie, dass du uns zwei Seiten vorliest. Ja, das ist das erste Gedicht in meinem ganz neuen Gedichtband Palais d'Amor. Ich lese die ersten anderthalb Seiten. Der Titel: Über das Zusammenfügen von Teilen. Was hat der König erlebt im Augenblick seines Sterbens? Geräusch des fallenden Messers, Schnitt, Aufprall, Blutschaum? Hammer, Amboss, Zieheisen, Säge, Gesenke, Schlagbohrer, Fräse, Keil, Meißel, Laser. Und wenn es ein Nichts gäbe, wie denn? Und wenn ich ein Mensch wäre, wie denn? Auf dem Dachboden trippelt die Zeit hin und her, über mir, nachts. Nachts mischt sich Fäkaliengestank mit dem Rauch schwelender Gummireifen, schwere Elemente entstehen in den Sternen. Junge Frauen trinken Gifte oder Benzin, Flüsse tragen Wasser in die halbe Welt, Kreise bespeicheln uns mit Erlassen und tristen Voraussagen über das Vergehen der Sonnenreste, Mütter sitzen als Schuldhockner auf Töchtern, der größte Teil unseres Trockengewichtes besteht aus Bakterien. Wie Gehängte, die wiederbelebt wurden, wie jede Langsamkeit des Laufs bei gleichzeitigem Fortschritt der Schlüsse, wie alle gedeckten kleinzelligen Einbildungen, die, nicht unähnlich Rosskastanien und Weiden, in kurzer Zeit ganze Abflusssysteme verstopfen, wie marodierendes Mörderpack, wie die Distanzen zwischen Magier und Gestein, wie die dicken kontinentgroßen Fragmente, die auf dem Erdmantel schwimmen, Sapristi, wie das Netz der Kanäle, in denen das Wasser hochsteigt und fällt, schaffen sich Organismen die Zeit ihrer Wahrnehmung selbst. Dankeschön. Ich möchte trotzdem zum Schluss noch zwei Sätze allgemeiner Art als Selbstkommentar zu deinem Werk erfragen. Wie ist das Verhältnis des Philosophischen zum Poetischen? Es ist ein, wie gesagt, von der Sprache her, man hat es jetzt, glaube ich, auch spüren können, der Gestus des Allumfassenden, des Allumspannenden da. Und das sind ja die Fragen der Philosophie eigentlich, die dann dahinter stehen, im Hintergrund. Ist das nur ein unbewusster Motor oder gibt es auch ein gewisses philosophisches Rahmenprogramm für die Poesie? Also es gibt ein großes philosophisches Interesse und es gibt, lieber Gerhard, es gibt eine ziemliche Abneigung gegen die Philosophen. Mhm. Es gibt auch ein wissenschaftliches Interesse. Mich interessiert Hirnforschung über alles. Und in einem kleinen Büchlein über mich hat auch ein sehr berühmter deutscher Hirnforscher einen langen Artikel über mich geschrieben, über die Langgedichte, was mir sehr gut gefallen hat. Was? Paulus hat anderthalb Seiten gelesen. Es gibt etwas. Den Anfang von Elpenor vielleicht mal zu einer Abwechslung. Ja. Ja, ich weiß nicht, also mir gefällt das nicht so gut wie der Rest, aber das macht ja nichts. Das ist aber zum Lesen, nein, du hast recht, das ist vielleicht zum Lesen ganz besser, da versteht man gleich, nein, lass, bleib mal bei uns sowas. Das überrascht. So, jetzt habe ich von dir überhaupt nichts hier, geboren 1967, das weiß ich noch, wo? In Frankfurt. Aha. Ich möchte, dass wir ein bisschen über deine Zeit in Israel sprechen auch. Mhm. So überhaupt der Blick hinaus aus dem kleinen, lokalen, regionalen, deutschen Bereich, sagen wir mal, also Deutschland als regionalen Bereich und der Blick hinaus nach Israel, nach Griechenland, in die griechische Mythologie, nach und jetzt auf den Balkan vielleicht. Aber so, also, Katharina, Katha? Da. Katharina Hacker, eine junge Autorin, die zwei Bücher veröffentlicht hat bisher, 1967 in Frankfurt geboren ist, dort auch aufgewachsen, wenn ich das richtig weiß, dann aber sechs Jahre lang in Israel verbracht hat und
vielleicht im Zusammenhang mit diesem Aufenthalt im Ausland einen bisschen anderen Blick auf die heimischen Dinge entwickelt hat. Das Buch, das sie mit hat und das, aus dem sie heute lesen wird, heißt Morpheus oder der Schnabelschuh und ist bei Suhrkamp 1998 erschienen. Ist also ganz neu. Die Geschichten sind nicht mehr so ganz neu. Ich habe erfahren, dass du schon an einem neuen Buch arbeitest. Stimmt das? Ja, ich hoffe, es ist bald fertig. Aha. Und ist das ähnlich wie dieses angelegt oder ist das dann was ganz Neues von der Methode her, von der literarischen? Es wird ein Roman wird es nicht, weil nicht sehr viel passiert und es insofern finde ich, und es auch nicht so sehr dick wird, aber es wird ein bisschen, es wird eine lange Erzählung von, sagen wir, knapp 200 Seiten. Das Besondere an diesem Buch ist ja, ich glaube für deutsche Welten ist es ja schon sehr besonders, dass es gewissermaßen Bildungsgut auf eine Weise einarbeitet in den Text, der völlig überraschend ist. Also die Art und Weise, wie das geschieht, ist völlig überraschend. Wenn man die griechischen Mythen nicht kennt, wenn man die Geschichte von Sisyphus oder von Morpheus oder von Minotaurus nicht halbwegs im Kopf hat, dann ist man wahrscheinlich hat man gewisse Schwierigkeiten mit diesen Geschichten. Das ist ja hier in Rumänien, Gott sei Dank, weniger der Fall, weil wir so nah zu Griechenland sind hier, befinden uns auf dem Balkan. Ich würde dich trotzdem bitten, kurz zu erklären, zu erzählen, wie das zustande gekommen ist, wie das Verhältnis zur griechischen Mythologie und das Bedürfnis, das literarisch mit der Gegenwart zu verbinden, entstanden ist. Ich bin auf ein altsprachliches Gymnasium gegangen, das heißt, ich habe in der Schule Griechisch gelernt oder ja, doch damals konnte ich so ein bisschen Griechisch, also zumindest genug, um in zweisprachigen Ausgaben auf das Griechische zu gucken und mir anzuschauen, wie es übersetzt ist. Das war dann aber ganz weg, auch dadurch, dass ich in Israel war, da habe ich auch fast alles vergessen, so weit, dass ich mal versuchte, auf Griechisch etwas zu notieren. Es funktionierte nicht. Ich fand dann heraus, dass es nicht funktionierte, weil ich versuchte, von rechts nach links zu schreiben. Aha. Andere Buchstaben, andere Schreibrichtung. Und habe dann in Israel zum zweiten oder dritten Mal zunächst die Metamorphosen gelesen und zwar eigentlich nur deshalb, weil ich zwar flüssig Hebräisch spreche und auch flüssig lese, aber doch langsamer als Deutsch und dann manchmal einfach deutsche Bücher lesen wollte und alle die ich mitgenommen hatte, kannte ich außer Kant und Hegel und so, die waren noch übrig geblieben und einiges andere und darunter auch die Metamorphosen und dann habe ich angefangen darin zu lesen und war so begeistert und so entzückt, dass ich das ganz lange mit mir herumgetragen habe und auch alle damit unterhalten oder also Ovid war ein wichtiger Impulsgeber sozusagen. Ja, ja, ja. Das ist sehr schön. Er ist ja in Rumänien hier verbannt gewesen. Mhm. Also Rumänien war es damals noch nicht. Aber die Rumänen sind sehr stolz darauf und pflegen sein Andenken. Schade, dass wir nicht nach Konstanza kommen, sonst könntest du seine Statue da sehen. So. Das erste Buch, sagen wir dann auch zum ersten Buch noch ein paar Worte. Das erste Buch ist eine Erzählung über Tel Aviv oder ist eine, das nennt sich Stadterzählung im Untertitel. Hm. Was ist damit speziell umrissen? Es setzt sich zusammen eigentlich wie ein Puzzle im Grunde. Es gibt schon Erzählstränge, mehrere, die relativ lose und eben durcheinander geflochten dann so eine Art Erzählung ergeben und es heißt Tel Aviv, weil es für mich jedenfalls eigentlich eine Liebeserklärung war. Ich habe die Stadt sehr, sehr geliebt. Ich wollte noch fragen, aber das erübrigt sich jetzt fast schon. Sollte der Text zu Tel Aviv hinführen? Also war es ein Versuch, Tel Aviv näher zu kommen über Schreiben? Oder umgekehrt war Tel Aviv ein Anstoß, um zu einem Text zu kommen, der dir für dich spezifisch ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, eher Letzteres. Ja. Also ich habe davor, es gibt ein Buch, was nicht veröffentlicht ist, also einen ersten Text, der irgendwann nochmal kommen soll. Da spielen viele Geschichten in Jerusalem und dann zog ich eben von Jerusalem nach Tel Aviv und dann liebte ich es so sehr viel mehr als Jerusalem und es war einfach auch eine Dankbarkeit. Mhm. Und eine Verliebtheit. Ich habe dann festgestellt, dass man sich in Städte tatsächlich wirklich verlieben kann. Also aufgeregt ist, wenn man hinfährt, sehr unglücklich ist, wenn man wegfährt. Und
So, ich schlage vor, du liest jetzt ein kleines Stück aus einer Erzählung aus dem, diesem Band hier, damit man einen Eindruck bekommt von der Art und Weise, wie der Text bei dir funktioniert. Am besten vielleicht aus Sisyphos. Aus Sisyphos, den Anfang, ja. Aus dem einzigen Zimmer im Erdgeschoss hört man Schritte. Unregelmäßige Schritte. Man hört Schritte und ein Aufseufzen. Etwas schrammt gegen die Wände. Vielleicht verrückt jemand Möbel? Niemand hat gesehen, wer in dieses Zimmer gegangen ist, wer es abgeschlossen hat. Nicht einmal der Concierge kann diesen Gast beschreiben. Immer fehlt der Schlüssel, hängt niemals am Schlüsselbrett. Wer ist das? Fragt der Hotelier den Concierge. Ein seltsamer Name. Er hatte sehr viel Gepäck, erwidert der Concierge. Es schien sehr schwer zu sein. Aber hin und wieder muss er hinausgehen, sagt der Hotelier und richtet sich darauf ein, zu warten. Gegen 5 Uhr hört man das Schloss, hört die Tür und Schritte auf dem Flur. Ein großer, kräftiger Mann kommt heraus, er trägt einen dunklen Anzug, höflich nickt er guten Tag. Der Hotelier springt auf, erleichtert und verlegen, da er einen weniger sornierten Gast erwartet hätte. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns. Oh, durchaus, antwortet der Gast, nur möchte ich, wenn es möglich ist, den Schlüssel gerne mitnehmen. Ich komme in einer Stunde wieder. Stumm nickt der Hotelier. Genug? Ja, danke. Wir machen aber noch nicht Schluss. Ich wollte noch fragen, wie die literarische Szene in Deutschland für dich aussieht. Wie bist du, wann hast du sie betreten? Wer waren die Kollegen, die dich interessiert haben? Inwiefern gibt es überhaupt ein Zusammengehen mit Generationskollegen oder so? Oder ist man da völlig allein als deutscher junger Autor? Ich glaube nicht, dass ich da irgendetwas Allgemeines zu sagen kann, einfach deshalb, weil ich jetzt seit 3 Jahren wieder in Deutschland bin, sehr irritiert ankam, mich ja gar nicht mehr auskannte, nach Berlin zog, wo ich genau eine Person kannte, also einfach auch sehr alleine war, im Grunde immer froh war, wenn einmal am Tag jemand angerufen hat. Und vor 1,5 Jahren habe ich zum ersten Mal bei so einem Treffen junger Autoren teilgenommen und dachte, das wird bestimmt furchtbar. Das waren Schweizer Autoren, Netz heißt die Gruppe, die Schweizer Autoren, die sich in Berlin trafen, einige Deutsche dazu luden. Und ich habe es sehr genossen. Ich fühlte mich wie ein Kind, was plötzlich in den richtigen Sandkasten kommt. Und irgendwie alle sind ähnlich verrückt wie man selbst oder verkrochen und man kann sich in die Ecke setzen und gar nichts reden und das finden die anderen auch nicht seltsam. Und daher kenne ich einige und mag sie einfach. Und ihre Bücher, hast du die dann auch zur Kenntnis genommen und gelesen? Teilweise ja, aber ich lese nicht so viel und dann habe ich so sehr viel nicht gelesen, dass ich den letzten Sommer, dass ich einfach eben zum Beispiel Ovid irgendwann lesen wollte und dann die Odyssee und irgendwann Proust lesen wollte und wie gesagt, so, ich habe übersetzt, das heißt, ich sitze oft den ganzen Tag mit Buchstaben herum und abends höre ich dann eigentlich eher Musik oder gehe vor allem weg und treffe Freunde und koche. Und lese nicht so sehr viel. Es ist aber schon so viel Schönes und Gutes geschrieben worden, gell? Man muss seine Zeit einteilen fürs Lesen. So, ich glaube, das ist schon eine kleine Skizze von deiner literarischen Existenz. Ich bedanke mich und wünsche dir alles Gute in Rumänien. Okay. Und darüber hinaus. Ja, da. Nutzt mal einmal von unten, von oben, von der Seite und sagt, jetzt haben wir ihn. Ich hätte gern gehabt, er macht es so, dass man geht. Also die Kamera, die Führung hat, als würde ein Mensch gehen, den man aber nicht sieht. Ja. Und plötzlich dann nach unten merken, wie das Laub raschelt, also dass wieder Herbst ist und die runtergefallenen Nüsse da liegen. Und man dann hochschaut und plötzlich einen Schreck kriegt, weil keine Blätter mehr an dem... Also man fällt in den Himmel. Ja, ja, ja. Das kann man nichts machen, wenn er das nicht... Das konnte er nicht. Vielleicht funktioniert das ja auch gar nicht so. Dafür ist dann die Literatur eben. Genau, natürlich. Ich erinnere mich, als ich gewaltsam versucht habe zu fotografieren. Ja. Ich hatte auch immer solche Bilder im Kopf und Überlegungen dieser Art. Es ist immer was anderes rausgekommen, als was ich beabsichtigt hatte. Und ich habe das dann auch aufgegeben. Ich habe lange mit einer Fotografin zusammengelebt, aber ich könnte selbst, einer guten, wirklich guten Schriftstellerfotografin, ich könnte selbst nie fotografieren, also würde es nicht wollen. Noch. Dabei haben Sie aber, Sie haben ein fantastisches Auge, nur ist das wahrscheinlich anders gepolt. Es sind ja die inneren Bilder im Grunde genommen. Die Wahrnehmung und was man jeden Schriftsteller, nur ganz kurz, also ja, was, ja. was
ihn von allen anderen unterscheidet, ist ja genau das, was er mit seiner eigenen Wahrnehmung was anstellt. So, Peter Kurzeck, 1943 in Böhmen geboren und als Flüchtlingskind im Kreis Gießen in einem Dorf aufgewachsen, Stauffenberg, das auch den Hintergrund oder eines seiner Bücher darstellt. Überhaupt sind seine Bücher angefüllt mit den Erfahrungen seines Lebens. Und man hat, wenn man sie hintereinander wegliest, eigentlich den Eindruck, es ist ein einziges großes Werk, das verschieden akzentuiert ist, mit verschiedenem Personal bevölkert ist. Und ich lese nur mal kurz die Titel, damit die hier dokumentiert sind, und dann würde ich gern über diese vielen Wahrnehmungen und über die Sprachen, die es in diesem Buch gibt, ein paar Sätze von Ihnen hören. Also, Der Nussbaum gegenüber vom Laden, in dem du dein Brot kaufst, ist 1979 als erstes erschienen, ein Roman. Das Schwarze Buch, 1982, da ist Frankfurt dann. Aber das Schwarze Buch ist ein Frankfurt-Buch. Das hatte für mich den Sinn, dass ich überhaupt in Frankfurt es ausgehalten habe. Aha. Das heißt, ich musste ein Buch über die Stadt schreiben, weil ich wollte, dass die Stadt mich so gut kennt, dass sie es ohne mich nicht mehr aushält. Vielleicht ist es ja mit dem ganzen Schreiben so ähnlich. Im Grunde schon. Man versucht sich, Sie sagten ja Flüchtlingskind, das stimmt nicht ganz, weil wir nicht geflüchtet sind, sondern vertrieben wurden. Aha, ja. Und ich denke schon, man hat dann den Rest seines Lebens damit zu tun, sich einen Ort auf der Welt zu schaffen. Ja. Beziehungsweise die Heimatlosigkeit auszuhalten. Also ich bin eher zum Nomaden geworden, muss mir jeden Ort täglich neu erschaffen. Dann das Leben auszuhalten. Im Grunde schreibend, ja. Kein Frühling. Das ist das Buch über das Dorf, wenn ich das richtig weiß. Ja. Und ist von 1987, wird gefolgt von einem Buch, das wieder das Wort Kein im Titel hat, Keiner stirbt. Und ich empfinde das wie eine Herausforderung, also einen herausfordernden Satz. Keiner stirbt, sterben ja natürlich alle, aber wir wollen alle nicht. Nicht nur das, sondern ich glaube immer noch, dass Sterben im Grunde genommen ein Irrtum ist. Aha. Das heißt, eine dumme Gewohnheit von Menschen. Wir werden eines Tages darauf kommen, dass wir gar nicht sterben müssen und uns wundern, warum wir so lange so einen Blödsinn eigentlich gemacht haben. Zugleich hat der Titel natürlich den Sinn, dass er dem Tod, also Literatur hat ja immer auch die Funktion, den Tod aufzuheben, die Vergänglichkeit aufzuheben. Ja, dann noch zwei Titel. Mein Bahnhofsviertel. Das gewissermaßen eine Erzählung von 1991, die gewissermaßen die Ouvertüre ist zu dem... Ja, auch der Anlass dafür. Der Anlass zu dem Neuesten, also zu dem Werk, an dem Sie jetzt arbeiten, nicht? Mhm. Übers Eis, der erste Band ist erschienen. Es ist ein autobiografisch motiviertes, grundiertes Werk und ist auf 5 Bände konzipiert. Ich arbeite jetzt an dem zweiten. Ja. Der vierte ist bereits fertig und man drängt mich dauernd, ihn schon erscheinen zu lassen. Ein Buch über Paris, das im Herbst 1977 spielt. Das war der Zeitpunkt der Schleierentführung. Also ein deutscher Herbst. Ja, der deutsche Herbst. Zugleich war es der Herbst, in dem ich nach Frankfurt kam, um mein erstes Buch zu veröffentlichen. Mhm. Und Sie haben das vierte Buch vor dem zweiten geschrieben jetzt? Ja, sogar vor dem ersten, wenn ich... Ach so. Ganz ehrlich, also es lässt sich zwar nicht erklären, aber es ist mir einfach so unterlaufen. Ich hatte für das erste mir Notizen gemacht, bin dann eben in den Stoff geraten und dachte noch, das wird ein dickes Buch. Yeah. Und habe eigentlich danach erst gemerkt, dass ich die Arbeit nur bewältigen kann, indem ich sie unterteile. Nicht aus geschäftlichen Gründen oder so, sondern um es strukturieren zu können, um meine eigenen Anforderungen an den Stil auch erfüllen zu können. Das neueste, momentan neueste Buch heißt Übers Eis. Gibt es auch die anderen Titel auch schon festgelegt? Oder ist das nur für mich als Arbeitstitel. So, ich kann sie natürlich nennen, aber ich denke, das hat jetzt hat nicht viel wenig Sinn, weil der Verlag dann wahrscheinlich doch noch auch ein Wörtchen... Nee, der Verlag redet nie ein Wörtchen. Alle meine Bücher, außer dem ersten, sind alle meine Bücher nie lektoriert worden. Und ich würde im Zweifelsfall auch den Verlag wechseln oder was immer. Aha. Und weiß auch, wo ich hingehen kann. Das ist eine interessante Information für mich zumindest. Ja. Nein, da ist kein Wort, kein Satzzeichen. Da ist nicht, die sind so, wie ich sie geschrieben habe. Und ich habe so lange daran gearbeitet, bis ich für mich sagen konnte, jetzt ist es fertig. Ich darf noch ergänzen, es gibt ein weiteres kleines Buch, das zugleich mit Übers Eis erschienen ist, das heißt Vor den Abendnachrichten. Mhm. Und das sind zwei Erzählungen, aber es ist außerhalb dieses Zyklus. Und deswegen auch offensichtlich jetzt auch, bei einem anderen Verlag erschienen. Bei Wunderhorn. Bei Wunderhorn, und zwar als in der Reihe Künstlerhaus in Koben. Ah ja, ach so.
So, jetzt vielleicht zurück zum Text, nur zwei, drei Sätze allgemeinerer Art, und dann würde ich Sie bitten, eine Kostprobe zu geben. Ja. Zur Vergänglichkeit zum einen, das Anschreiben gegen das Vergehen. Ja. Es gibt auch in den Rezensionen, in den Chroniken, die ich gelesen habe, ist das immer wieder hervorgehoben worden. Sie haben, glaube ich, auch in einem Interview mal gesagt, dass Sie sich jetzt halbwegs damit abgefunden haben, dass wir alle vergänglich sind, aber dass es Ihnen trotzdem noch sehr zu schaffen macht. Ja, ich habe mich auch nicht wirklich damit abgefunden, nur ich habe einen Weg gefunden, das erstmal auszuhalten, eben indem ich arbeite und schreibe im Grunde unentwegt dagegen an. Und zugleich hat es ja auch etwas wie eine Linderung, das heißt zu wissen, jetzt kommt der Sommer. Natürlich möchte ich eigentlich, ich glaube, unser Leben lang warten wir auf einen Sommer, der nicht vergeht. Und jedes Jahr neu, ungefähr bis zu meinem Geburtstag, ich bin am 10. Juni geboren, oder noch eine Woche später kann man denken, das ist jetzt der Sommer, der nicht vergeht. Und dann macht man die Erfahrung, nun gut, der vergeht auch wieder. Ich merke, das bin nicht nur ich, das sind auch die Tiere. Ich weiß, die Zikaden im Süden, dort, wo ich lebe, die schmettern, singen. Man sagt singen, aber es ist ja nicht eigentlich ein Gesang. Oder nur, wenn sehr, sehr viele zusammenkommen, klingt es wie Gesang. Die singen auch so triumphierend, als hätten sie immer auf diesen Sommer gewartet. Und irgendwann Ende August, dann merkt man, jetzt geben sie zu, sie haben sich geirrt. Das ist nicht der Sommer gewesen, den sie gemeint haben. Und dann fangen die Zikaden trotzdem an das ewige Leben zu glauben, gerade weil sie als Insekten ja noch vergänglicher sind als wir. Also abgefunden habe ich mich nicht. Yeah. Wunderbar, das ist ja schon eine kleine Geschichte für sich. Ich will jetzt nur noch mal sachliche Informationen nachliefern. Sie leben also in der Provence, ja, hauptsächlich jetzt, oder pendeln Sie hin und her? Ja, ich verdiene mein Geld ja nach wie vor in Deutschland. Das heißt, meine Bücher erscheinen auf Deutsch bei einem deutschen Verlag, und ich lebe, je nachdem, eben von Lesungen, Preisen und meinen sonstigen Arbeiten. Was ich nicht tue, das sind Auftragsarbeiten oder also ich schreibe im Grunde nur das, was unbedingt sein muss. Man hat mir gelegentlich sehr hohe Honorare geboten, um etwas außer der Reihe zu machen. Und ich habe gemerkt, ich kann mich nicht weil ich es nicht könnte, sondern weil ich immer so viel andere Arbeit habe, die es im Grunde nicht zulässt. Sodass ich den Eindruck habe, ich dürfte das zwar machen, aber entweder nur, wenn ich wirklich in sehr großer Not bin, beziehungsweise für jemanden, wenn ich für meine Tochter aus irgendeinem Grund sehr viel Geld brauchen würde. Und sonst eben habe ich erstmal meine ganze übrige Arbeit zu erledigen. Und da das ja eine Art Lebenswerk ist, denke ich, bleibt mir da auch nichts anderes übrig. Ja, in Frankreich leben Sie, und Sie haben mir gestern gesagt, auch unter anderem auch deshalb, weil Sie da sprachlich isoliert gewissermaßen. Ich bin eigentlich hin, um diesen Zustand der Fremdheit, der mich mein Leben lang begleitet, noch deutlicher zu machen. Das heißt, ich bin dort ein Fremder, wo ich lebe, und möchte auch ein Fremder bleiben. Und es ist zugleich ja ein großer Luxus, zu sagen, ich lebe in einem Land, in dem ich fremd bin und in dem ich die Sprache nicht kann. Es ist eine Anstrengung natürlich, aber es schärft die Sinne. Oder nicht, es schärft sie nicht, es macht sie wunderbarer. Man lebt mehr durch die Augen. In Deutschland natürlich, wenn ich irgendwo reingehe, dann weiß ich A, aus Erfahrung, B, weil ich die Sprache verstehe, viel eher, worum es geht, als in Frankreich, wo ich merke, ich kann das eigentlich nur durch Zusehen erfahren, durch genaues Hinschauen, aber nicht mal so sehr durch genaues Hinschauen, sondern indem ich die Dinge auf mich eindringen lasse. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem Schriftsteller und einem Journalisten. Mhm. Der eine recherchiert, sucht sich Themen aus. Ein Schriftsteller sucht sich in der Regel, glaube ich, Themen nicht aus, sondern die Themen kommen zu ihm. Er sitzt da und merkt, das muss ich machen. Und er recherchiert auch nicht, sondern er wird so lange bedrängt, bis er nicht anders kann. Aber wie kommen trotzdem diese, in Ihrem Roman rauschen viele deutsche Sprachen durch? Mhm. Also es ist nicht eine Autorensprache, sondern es sind enorm die Sprache aller Medien, der Autor oder der Ich-Erzähler geht, die sind alle sprachlich, also wird das ausgestaltet. Wie assimiliert man? Haben Sie diese, zum Beispiel alle diese Tätigkeiten auch selber mal gemacht? Ich habe sehr viele, würde ich sagen, sehr viele verschiedene Leben, zum Teil gleichzeitig, aber ganz sicher nacheinander gelebt. Ich bin aufgewachsen in einem Dorf, in dem die Menschen mit Fremden nicht reden konnten, was einem ja sein Leben lang nachhängt. Ich musste deswegen wenigstens 3 oder 4 Mal neu sprechen lernen. Ich habe mit 14 zu arbeiten angefangen, was Schriftsteller in der Regel nicht tun, glaube ich. Das heißt, sie haben in der Regel eine bessere Schulbildung als ich. Zugleich dieser fremde Dialekt, in dem ich aufwuchs, wie auch der Dialekt meiner Eltern, mit dem ich sprechen gelernt habe, nämlich der Böhmerwald oder der österreichische Kurortdialekt meiner Mutter, die in Franzensbad geboren ist, begleiten mich auch mein Leben lang, weil es die erste Sprache war, die ich gehört habe. Und zugleich habe ich sie nie wirklich benutzt. Ich denke sie aber mit. Das ist etwas,
wie wahrscheinlich, wenn man zwei- oder dreisprachig aufwächst. Das heißt, man denkt immer mit, wie es in der anderen Sprache oder im anderen Dialekt heißt. Und das macht einen natürlich hellhörig auch für Sprachgewohnheiten, für Umgangssprache, Dialekt. Und wie ich sagte, ich musste immer wieder auch neu sprechen lernen, abgesehen davon, dass ich so viele verschiedene Milieus, ist nicht mal das richtige Wort. Natürlich kenne ich ganz andere Menschen, wenn ich trinke oder wenn ich mein Geld mit Handarbeit verdiene. Ich bin auch Personalchef in einem 900-Mann-Betrieb gewesen. Und gut, mir geht es im Grunde auch darum, um es auf einen Satz zu bringen, ich möchte mein Zeitalter aufschreiben. Und das schließt natürlich ein, auch all das zu versöhnen, vor allem all die Menschen in meine Bücher zu bringen, die bisher in der Literatur nicht oder kaum vorkommen oder nur aus weiter Ferne und von oben herab behandelt werden. Yeah. Gerade in Kein Frühling ging es mir darum, nicht ein Buch über das Dorf zu schreiben. Das hätte ich vielleicht gewollt, aber es hätte mir nicht gereicht. Ich habe dann gemerkt, wie die Leute sich vordrängen, die Menschen, von denen ich Leben gelernt habe, die eigentlich das Leben von Analphabeten geführt haben und wie die plötzlich eine eigene Sprache verlangen. Und ich wollte ja auch nicht ein Dialektbuch schreiben, das heißt, ich musste den Dialekt künstlich nachstellen, neu erfinden. Nur dann kann es funktionieren, dass man etwas stellvertretend dafür macht und auch die Denk- und Lebensgewohnheiten in der Lage ist abzubilden, die sich durch diese Art Sprachlosigkeit oder die Mühsal der Sprache und die Mühsal des Alltags, das waren ja in meiner Kindheit alles Menschen, die sich tot und zu Krüppeln gearbeitet haben. Also das wusste ich als Kind, obwohl ich es nicht hätte formulieren können. So. Kennt man und wir müssen ja präsentieren, was wir drüben gemacht haben, sondern man muss auch erzählen, was wir hier gemacht haben. Die Leute vergessen uns sonst. Klar. Da werde ich dich dann eben doch bitten, mir zu helfen, weil ich da jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet bin. Also noch 51 war das Geburtsjahr. 51 geboren. Ja. Klausenburg. So. Werner Söllner. Wir feiern hier ein Wiedersehen mit altbekannten Orten und Menschen und wollen diesen Menschen ein bisschen erzählen, wie es uns so ergangen ist in der Zeit, als wir nicht hier waren. Du bist 1951 in Arad oder bei Arad geboren und hast dann in Klausenburg studiert, zuerst Physik, aber dann bist du doch rechtzeitig umgeschwenkt auf die Philologie, wo es um Literatur ging. Klausenburg war eine gute Stätte für junge Autoren. Damals die Zeitschrift Equinox war berühmt, ist heute noch berühmt dafür, wie viele junge Leute sich da zum ersten austoben konnten, literarisch. Und kamst dann nach dem Studium nach Bukarest, 1900, wann war denn das? 75. Zunächst warst du da ein bisschen kurze Zeit Deutschlehrer, wie das so üblich war, und hast dann bei Verlagen gearbeitet nachher. Das literarische Debüt, der erste Band, erscheint ebenfalls 1975 in Klausenburg bei Franz Hodjak im Dacia Verlag und hieß Wetterberichte. Es ist, glaube ich, ein charakteristischer Titel. In der Mitte der 70er Jahre hatten wir so etwas wie ein Bedürfnis nach neuer Sachlichkeit. Das ist richtig, in der rumänischen deutschen Literatur. Die großen Metaphern, das Pathos, das ansonsten weitaus vorherrschend war, war etwas, was in der Literatur oder in unseren Äußerungen möglichst verschwinden sollte, also bekämpft werden sollte. Deshalb dieser sachliche Titel. Es gab noch ähnliche in der rumänischen deutschen Literatur zu jener Zeit. Anemone Lazina hat ihren Gedichtband noch viel schlichter, was man heute so dichten kann, genannt. Genau. Richard Wagner hat vom Klartext gesprochen. Und es ist wahrscheinlich doch die Zeit gewesen, als die Temeswarer jungen Leute und die Klausenburger Autoren sich irgendwo auf einem Niveau zusammengefunden haben. Das ist richtig. Ja. 1978 kam dann der zweite Band, Mitteilungen eines Privatmannes. Der schon im Titel ein bisschen auf eine nächste Entwicklungsphase der rumänischen deutschen Literatur hindeutet.
würde mal als Stichwort die neue Subjektivität nennen. Vielleicht können wir dann zwei, drei Worte noch darüber sagen. Und es war auch die Zeit, als die Gedichte länger wurden in der rumänendeutschen Lyrik. Ich habe vorhin mit Paulus Böhmer über seine Langgedichte gesprochen und es gab ja das Lang oder die Auswirkung der Entdeckung des Langgedichts. Also für uns lief ja vieles über Walter Höllerers. Also für mich persönlich nicht. Ich meine, ich habe natürlich zusammen mit euch auch den Walter Höllerer gelesen, aber mein Weg zum Langgedicht war sehr stark beeinflusst von Rolf-Dieter Brinkmann. Mhm. Also ich habe ihn, ich muss ihn offensichtlich irgendwie 78, 79 gelesen haben mit einer, also es hat bei mir ungeheuer gewirkt. Also die Lektüre nicht war, nur bei dir, er hat schon bei den anderen auch eine Wirkung gehabt, aber es ist gut, dass du das erwähnst, das ist ein wichtiger Bezugspunkt in der rumänendeutschen Literatur. 1979 kam dann als Buch extra in Deutschland, in einem kleinen, schönen Verlag von Sascha Juritz, ein Langgedicht heraus, das hieß Sprachigkeit und reflektierte auf vielen Ebenen unsere Sprachsituation, würde ich mal sagen, also auch die politisch bedingte und die durch die Minderheitensituation bedingte, was offensichtlich auch unseren deutschen Freunden von damals so gut gefallen hat, dass sie das sofort als Buch veröffentlicht haben. In Rumänien, der letzte in Rumänien erschienene Band hieß dann Eine Entwöhnung. Und ich erinnere mich noch an die Zeit, als wir daraus Gedichte in der Neuen Literatur vorveröffentlicht haben, welche Diskussionen es mit dem damaligen Chefredakteur Emmerich Stoffel gegeben hat, weil da immer so viel Politisches zwischen den Zeilen herum gemacht hat, dass ihm das gar nicht gefallen hat. So ein Gewusel, ein Rumoren, ein politisches Rumoren der Unzufriedenheit ist offensichtlich damals auch den politisch Verantwortlichen aufgefallen. Dann dauerte es auch nicht mehr lang bis 82, als du dieses Land verlassen hast, weil mit diesem Rumoren auch Gefahren verbunden waren. Oder weil es jedenfalls sich nicht in eine produktive Art der Auseinandersetzung umfunktionieren ließ. Damit wir die ganze Geschichte jetzt trotzdem etwas abkürzen, will ich dann nur die Bände, in den Deutschland erschienenen Bände, und aufzählen und dich bitten, vielleicht den Unterschied von dir aus gesehen, die nächste Entwicklungsstufe von der rumänendeutschen Söllner Poesie zu den Wandlungen nach der Erfahrung des Umzugs. Ja. Yeah, yeah. Also der nächste erste in Deutschland erschienene Band, bei Surkamp erschienen, hieß Kopflandpassagen und ist, glaube ich, schon noch sehr verbunden mit dem, was du vor dem Auswandern gemacht hast, aber auch schon eine Reflexion des Auszugs aus Rumänien. Und dann kam bei Ammann in der Schweiz, in Zürich, der nächste Band. Der Schlaf des Trommlers. Danke. Und ich würde dich also bitten, kurz von dir aus zu umreißen, welches die Differenzen sind zwischen den beiden Lebensetappen und dann als Kostprobe ein Gedicht vorzulesen. Yeah. Also wie du schon gesagt hast, in Kopflandpassagen stehen Gedichte aus den Jahren 1976 bis zum Erscheinungsjahr 1988. Es sind also in Kopflandpassagen noch Gedichte enthalten, die in Rumänien erschienenen Bänden schon veröffentlicht waren. Ich habe diesen Band so zusammengestellt, gegen den Rat meines damaligen Lektors, der es lieber gehabt hätte, wenn ich neue Gedichte, noch unveröffentlichte Gedichte und ältere, die in Rumänien erschienen waren, wenn ich die in mehreren Bänden nacheinander sozusagen verwertet hätte, die sich dann auch für den Verlag vielleicht anders hätten verwerten lassen. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, weil zum einen war ich und bin ich der Meinung, dass eine Reihe von Gedichten, die
in den frühen Bänden stehen, nicht unbedingt das ein zweites Mal das Licht der Welt nun in Deutschland erblicken müssen. Zum anderen, und das ist vielleicht der wichtigere Grund, der mich dazu gebracht hat, ich wollte nicht einfach nur einen Gedichtband und dann nachher noch einen und noch einen machen, sondern gerade bei diesem ersten Band wollte ich nun den deutschen Lesern die Möglichkeit bieten, nicht nur 50 Gedichte oder 80 Gedichte hintereinander zu lesen, sondern auch in der Abfolge der Gedichte auch eine Biografie. Die Gestalt auch des Autors. Ja. Die Gestalt des Autors, die politische Entwicklung, auch die literarische Entwicklung und durch den doch sehr starken persönlichen, manchmal sogar privaten Bezug, den viele meiner Gedichte haben, sind Freunden gewidmet, sind aus ganz konkreten Anlässen entstanden. Das heißt, ich hoffe zumindest oder nehme an, dass bei den Besten der Texte dann irgendwie auch ein Gefühl für das Umfeld entsteht, aus dem heraus diese Gedichte entstanden sind. Und damals, das weißt du noch besser als ich, 1988, hat ja in Rumänien im Grunde genommen niemand Bescheid gewusst über Rumänien, deutsche Literatur oder über Rumänien, über die Situation der Minderheit und so weiter und so fort. In Deutschland meinst du? In Deutschland, ja. Na gut, jetzt, was wären die Differenzen zwischen den rumäniendeutschen Lyrikblöcken und den neueren Gedichten? Da ist natürlich eine große Differenz, ist der Blick und die Auseinandersetzung mit dem politischen ich denke, sie ist nicht verschwunden, sie hat sicher an Bedeutung verloren. Wir leben heute seit vielen Jahren in Frankfurt, in Deutschland. Es ist keine Diktatur, es ist eine zivile Gesellschaft. Das heißt, der politische Druck, der auf Schriftsteller ausgeübt wird, es gibt ihn, er funktioniert allerdings nicht auf dieser repressiven oder manifest repressiven Ebene oder auf der ideologischen Ebene. Das läuft jetzt über die finanziellen Kanäle, über den Existenzdruck. Und deswegen kann die Reaktion des Autors auf diesen Druck, sofern er vorhanden ist, auch nicht die gleiche sein wie vorher. Er muss also nicht mehr trommeln, ja? Der Trommler kann sich aufs Ohr legen. Der Schlaf des Trommlers, oder? Der Schlaf des Trommlers, der Titel ist irreführend. Ich hoffe, dass man dann auf das kommt, was gemeint ist, wenn man das Titelgedicht aus diesem zweiten Band liest. Der Trommler ist ja im Grunde genommen die einzig wache Person in dem Umfeld, aus dem des Zyklus, aus dem das Titelgedicht stammt. Also ich denke nicht, dass wir schlafen können, dass wir uns aufs Ohr legen können, aber wir müssen uns nicht mehr so gemeinsam gegen einen genau lokalisierbaren Druck, politischen Druck wehren. Dürfen wir aus dem Glied treten. Ja. Aber wir waren ja nie wirklich in einer geschlossenen Front, trotz alledem. Ne? Nö, es war Gott sei Dank keine geschlossene Front, es war eine offene Front. Nun gut, in einer so differenzierten Gesellschaft, wie es die deutsche Gesellschaft, die westliche Gesellschaft ist, da gibt es auch nicht eine einheitliche Front, wenn es denn überhaupt Fronten gibt, also Gruppen. Gibt, die vergleichbare oder ähnliche Ansichten, ästhetische oder politische oder sonstige Ansichten haben, dann sind das viele Gruppen, die sich auch untereinander nicht bekämpfen, manchmal tun sie es ja, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist halt so. Ich würde dich bitten, jetzt als Kostprobe ein neueres Gedicht zu lesen, das heißt ein Gedicht aus der zweiten, der neuen Phase.
Und dann noch, sagen wir noch zwei Worte zur deutschen Literatur vielleicht. Und also ich möchte, ich möchte ein Gedicht lesen, das sehr stark mit der Geschichte dieses Hauses und mit unserer eigenen Geschichte und mit uns zu tun hat. In diesem Haus, im Schillerhaus, hat einige Jahre lang der rumäniendeutsche Autor Rolf Bossert gearbeitet, ein guter Freund von uns beiden. Und es ist schade, dass Rolf heute nicht mit uns sein kann. Und er kann es nicht, weil er kurze Zeit nach seiner Übersiedlung 1985 in die Bundesrepublik, zwei Monate danach im Februar 86, hat er sich umgebracht. Rolf Leben. 1952 bis 1986, das waren Zeiten. Keine Zeit, ein Gedicht, sag ich dir, ein blitzendes Feld im Tornister, irgendwann, als man noch dem Vaterland diente, im Namen der Lyrik. Vom Frieden zerrissen, gelebt, 33 Jahre lang eine Wanderung über dem Nebelmeer, ein Schritt und ein halber in die falsche Richtung, genügt uns schon, donnert Applaus aus zersplitternden Spiegeln ins Stille. Rolf Leben, der Schritt, Sprungstoff, na gut, Sprengstoff, wenigstens der Tod ist keine Zeitungsente. Aber was tun, wenn die Gewissenlosen damit beginnen, die Wahrheit zu sagen? Die Wahrheit, dieses federnde Sprungbrett fürs Nichts, macht nichts, Rolf Leben. Er sitzt im Gebälk, Rothaar, Rotbart, schaut zu, lacht sich kaputt, trinkt endlich nichts, lacht über die Party am anderen Ende des Lebens, über die zahnlose Angst, eine wiehernde Metapher, diese moderne, die nicht auskommt ohne den Morgen als postnokturne Erhellung. Er lacht. Das ist kein Mythos, den jemand kennen könnte, der ihn nicht kennt. Außer man plaudert über das ganz Unvergleichliche des eigenen Seins in der Ästhetik des Aschenbechers, des zerbrechenden Raums und des... Danke. Werner, können wir vielleicht versuchen, zum Schluss noch ein bisschen die Unübersichtlichkeit der deutschen Literatur in Bezug auf dich selbst so weit aufzulösen, wie es nur geht? Also konkret gefragt, gibt es irgendeine von diesen vielen Gruppen, von denen du vorhin gesprochen hast, denen du dich zuordnen würdest? Oder steht man völlig allein und auf sich gestellt da in Deutschland jetzt? So, wenn man aus Rumänien kommt, aber nicht nur dann. Es gibt keine Gruppe, der ich mich zugeordnet fühle. Es gibt die Gruppe der ehemaligen rumäniendeutschen Autoren, der ich mich persönlich verbunden fühle, von der Biografie her und von gemeinsamen Erinnerungen und auch von einer immer noch bestehenden Gleichgestimmtheit in der Mentalität und im Temperament und in der Art, an Dinge heranzugehen. Aber eine deutsche Autorengruppe oder eine deutsche Autorenschule, in dem Sinn, die gibt es nicht. Es gibt einige Autoren, die ich gerne lese, die mir viel bedeuten, aber ich wüsste noch nicht einmal zu sagen, ob von diesen Autoren dann ein mittelbarer oder unmittelbarer Einfluss auf meine Texte ausgeht. Unbewusst, mit Sicherheit. Insofern hast du sicher recht, wenn du das Stichwort vom Unübersichtlichen hinein ins Gespräch jetzt bringst. Das hat sicher auch zur Folge, dass man oder dass ich mich auf eine andere und neue Weise auch mit dem Gefühl des Alleinseins und des Gefühls, gut, du machst das, was du machst, weil du es brauchst,
Und du zeigst es gern Freunden und du veröffentlichst es auch gern und freust dich, wenn andere es lesen. Aber diesen Weg auf deine Weise gehst eigentlich nur du. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, gut. Danke. Danke auch. Na, dann schick mir jetzt noch den Franz. Ja. Er soll auch was zum Lesen mitbringen. Ja. Gerhard, das hast du gut gemacht. Du wirst dauernd gelobt unten. So. Die Katharina hat gesagt, ich sollte vielleicht meinen Beruf wechseln. Da habe ich ihr nachgedacht. Also ich habe ja keinen Beruf. Und begannst mit einem Gedichtband, der in meiner Erinnerung so sich eigentlich von Celan eher herleitete. Also für uns waren ja zwei wichtige Ecksteine, Celan und Brecht. Auf der einen Seite Celan, auf der anderen Brecht. Und du fingst, glaube ich, eher mit Celan an und schwenktest dann zur Brecht-Linie über. Du kannst mich korrigieren oder mir erzählen, wie du das siehst. Das war jedenfalls der Eindruck, wenn man die offenen Briefe und die Gedichte ab dem zweiten Band gelesen hat, da ging es dann eher um klare Analysen, poetische Analysen der Realität, nicht um Verschlüsselung, nicht um verschlüsselte Botschaften, sondern um durchsichtige Botschaften, wenn auch zwischen den Zeilen, wie das ja damals die einzige Möglichkeit war, etwas mit dem Leser gemeinsam zu veranstalten, also herüberzubringen, wie das in Deutschland jetzt heißt, nicht? In Deutschland hast hier lange ausgeharrt, bis nach der Revolution eigentlich. Du hast gestern gesagt, dass du eigentlich aus der Freiheit geflohen bist. So ist richtig. Aber doch in die Freiheit, aus der Freiheit in die Freiheit. Freiheit, ja. Ja. Gibt es also einen Unterschied, einen wichtigen Unterschied der Freiheiten? So ist das. Kannst du den ein bisschen erstmal zu greifen versuchen, zu umreißen versuchen? Ja, wenn ich denke, die Freiheit, die nach der Revolution in Rumänien ja in Ansätzen sich kundtat, das war ja auch nur eine Pseudo-Freiheit, das war immerhin etwas sehr viel mehr als das, was vorher war. Ich meine, der Gewinn an Freiheit nach der Revolution war Meinungsfreiheit und Bewegungsfreiheit. Es fehlt aber noch die innere Freiheit. Ne? Und es fehlen noch viele Komponenten, die die Freiheit ausmachen. Ja, und das war schon eine Errungenschaft und ein Sieg für sich. Nur, das hat bei weitem nicht gereicht. Ich habe dann, sagen wir, die größere Freiheit gesucht, die ich ja dann auch gefunden habe. Und was mich gestört hat, ganz besonders nach der Revolution, der Umgang mit dieser Freiheit. Denn Freiheit ist ja eine Sache, die mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ich hatte den Eindruck, dass nach der Revolution hier in Rumänien die Freiheit mit dem Chaos gleichgesetzt wurde. Also man kann tun und lassen, was man will. Es war plötzlich, ja, jede Gesellschaft braucht auch Gesetze, es ist ganz klar. In zwischenmenschlichen Beziehungen, die müssen geregelt werden, damit ja nicht die ganzen Werte verloren gehen und damit da noch eine Hierarchie der Werte vorhanden ist, über die man auch streiten kann, die ist ja auch immer relativ. Aber wenn es überhaupt keine Orientierung gibt in diesem Labyrinth der Werte, ja, dann ist es gefährlich. Davor muss man Angst haben. Und insofern war ja das Individuum nach der Revolution auch wieder nicht so frei. Es bestand ja die Gefahr, dass wieder Rückschläge kommen. Ich erinnere an die liberalen Jahre in Rumänien. Also ich war wirklich so naiv, 68, 69 zu glauben, dass es in der Entwicklung, in der Geschichtsentwicklung, dass keine Rückschläge mehr stattfinden. Es war ein Elend, das war die Phase meines Aufklärertums in den 70er Jahren, wo ich wirklich gedacht habe an die Gesetzmäßigkeit in der Entwicklung der Geschichte.
ja, war ich ein überzeugter Marxist, ohne Wenn und Aber. Und deshalb auch die offenen Briefe, das war ein zweideutiger Titel natürlich, so, ja. Denn offener Brief ist ja auch ein Appell, ja, ein geöffneter. So. Aber es war auch der Versuch, endlich doch offen zu sprechen auch, nicht, soweit es ging. Ja, ja, natürlich, um sagen wir, auf meinen ersten Band zurückzukommen. Ich hatte damals überhaupt nicht das Bedürfnis, mich mit, sagen wir, mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit auseinanderzusetzen, überhaupt mit Realität, weil die Realität hat ziemlich normal funktioniert. Und ja, dann nach 71, als der große Rückschlag kam, von dem ich nie gedacht hätte, dass er noch kommen kann und kommen wird, wurde ich eines Besseren belehrt, und dann ging es ja wirklich, ja, überhaupt an die menschliche Substanz. Und in solchen brisant politischen Zeiten, das ist meine feste Überzeugung, und die habe ich auch bis heute nicht aufgegeben, muss ein Schriftsteller politisch sein, ob er will oder nicht. Ich sage auch heute in Deutschland, wir sind ja jeder von uns eine Art Homo Politicus. Der eine ist sich dessen mehr bewusst, der andere weniger, der andere gar nicht. Aber wie gesagt, in politisch so brisanten Zeiten habe ich das Bedürfnis gefühlt, also mich zur Wehr zu setzen und diese ganzen Einschränkungen, die auf uns zukamen, ja, mich dazu widersetzen. Ja, das heißt, du hast vorhin auch gesagt, meine aufklärerische Phase, und ich glaube, das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Es war nicht nur das Bedürfnis, dich zu widersetzen als Person, sondern auch der Welt sozusagen die Absurditäten, die sich anhäuften zunehmend, zurückzuführen auf ihren rationalen Kern, beziehungsweise alles ad absurdum zu führen, was sich so normal gebärdete, als wäre das selbstverständlich. Es gibt einen Titel von dir, der damals sehr merkwürdig klang, aber auch sehr interessant, sehr originell war, mit Polyknall. Wie war er nochmal? Polyknall. Spricht man über die selbstverständlichsten Dinge, als wären sie selbstverständlich. Ja. So, wir können, weil dein Werk mittlerweile so umfangreich ist, können wir das jetzt hier nicht Band für Band durchgehen. Aber ich würde gern von hinten anfangen, also zum Beispiel vom Roman Grenzsteine, der ja nach der Revolution angesiedelt ist, also diese nachrevolutionäre Situation zur Grundlage hat, von der du vorhin umrisshaft gesprochen hast. Und da entwickelst du tatsächlich auch eine, ich glaube, sehr originelle Art, diese absurden Realitäten in Prosa, Text umzusetzen. Es ist meiner Ansicht nach dein wichtigster Versuch, mit Prosa-Texten der Wirklichkeit beizukommen. Du hast immer oder von früh an beides gemacht, Lyrik und Prosa. Ja. Die ersten kleinen Geschichten, erinnere ich mich, diese halbfantastischen Texte aus Masterköpfe, das war noch sehr parabelhaft so. Das war für mich damals immer ein bisschen zu schnell auflösbar, umsetzbar also 1 plus 1 ist 2, so. Ne? Das hat sich ja nachher dann sehr geändert. Es kam an einem Nebentisch, das waren relativ realistisch ausladende Geschichten, Erzählungen über verschiedene skurrile Gestalten, die auch meistens absurde Situationen zu bewältigen hatten. Und das interessant finde ich, wie sich das in deiner Produktion in Deutschland immer wieder nochmal nachgeschoben hat, wie sich das nicht losgelassen hat lange Zeit oder vielleicht bis heute nicht. Ist diese Entwicklung so linear verlaufen, dass du lange Zeit noch diese absurden Geschichten aufarbeiten musstest, die du mit dir herumschlepptest, und kann man sie irgendwann loswerden oder geht einem das immer nach? Ich kann nicht voraussagen, wie meine Entwicklung verlaufen wird, aber zurzeit spüre ich immer noch das Bedürfnis, weil es ist ein Reservoir, ein unausschöpfbares Reservoir. Was da an Absurditäten ja passiert sind in dieser balkanischen Wirklichkeit. Und ich nehme an, dass sie mitteilenswert sind, vor allem, weil ich der Überzeugung bin, ich will voraussetzen, alles, was ich bis jetzt geschrieben habe,
ist im Grunde genommen auch eine Warnliteratur. Also meine Literatur will auch Warnzeichen setzen. Aus welchem Grund? Einen erhobenen Finger, Kinder. Nein, nein. Also, ich war immer ein engagierter und politischer Dichter, nur ich hasse plakative Texte. Und ich glaube nicht, dass man mir, ja, vielleicht beim einen und anderen Text, aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass man mir so etwas vorwerfen kann. Ich hasse plakative Texte, ich hasse, wie soll ich sagen, ja, auflösbare Texte. Nur, es ist ja auch, das Absurde kann man ja nicht erklären, es geht ja gar nicht, sonst löst man es in Vernunft auf. Ja. Man muss die, als Schriftsteller müssen wir der Absurdität helfen, ja, zu sich selbst zu finden. Zu sich selbst, sich selbst das, bloßzustellen. Das, ja, und dass sie selbst Gestalt annimmt, ohne Kommentar. Ja, ja, ja. Ich würde das nur zerreden, das Absurde kann man nicht erklären, es ist ja unerklärbar. Nicht? Und ich als Schriftsteller will ihm verhelfen, dass sich in seinem Glanz und in seinem Elend sich selbst darstellt. Ja? Sehr schön. Der erste Band in Deutschland hieß Siebenbürgische Sprechübung. War dieser Titel von dir aus so vorgegeben oder hat der Verlag hier den vorgeschlagen? Denn ich meine, Siebenbürgen spielt natürlich eine wichtige Rolle sowieso. Ich würde auch sagen, man kann mit gewissem dialektischen Verständnis diesen Band als oder deine Literatur auch als eine sehr moderne, spannende Heimatliteratur bezeichnen. Ich weiß, du hast Angst vor diesem Begriff, er ist auch missbraucht worden und so, aber deshalb die Frage, hast du Siebenbürgen in diesen Titel gesetzt oder hat das der Verlag gemacht? Nee, das hat der Verlag gemacht. Der Titel, den ich vorgeschlagen hatte, hieß Mitternachts Alandala. Und ich weiß, 90 auf der Buchmesse wurde mir mitgeteilt, noch vom Joachim Unseel, der damals für die Edition verantwortlich war und hat gesagt, was für ein guter Titel und so weiter, und ich war entsetzt. Nun war schon, ich hatte nicht mal das Verlagsprogramm gesehen, sonst wäre es mir ja aufgefallen, weil ich bin ja 90, war ich ein buchstäblicher Wanderzigeuner. Und ich war so entsetzt, aber da war nichts mehr rückgängig zu machen. Und sie mögliche Sprechen und so weiter, und ich habe mich dann eigentlich, weil sie sagten ja mitternachts Alandala, zum Beispiel Alandala, müsste ja, man erklären. Erklären, und was ja. ist das? Und das ist schon einfach klanglich, Alandala, ja. Das sagt ja schon, was Alandala ist. Schon vom Klang her erklärt es sich ja. Ja, aber ich war dann todunglücklich und habe mich inzwischen damit angefreundet, denn ich glaube, die Thematik, man kann sie nicht einengen auf Siebenbürgen bei mir. Aber es ist doch eine Realität, die viel mit Siebenbürgen zu tun hat, denn die Siebenbürgen war ja nicht abgesondert von diesem ganzen ja, absurden Spiel mit der Wirklichkeit. Und insofern bin ich heute eigentlich ganz zufrieden, kann ich mit dem Titel leben. Ich glaube auch, dass du damit zufrieden sein kannst. Ich komme nochmal zurück auf die Geschichte mit der Heimat. Du hast das selbst mal geschrieben. Ich glaube, der Text ist sogar hier in Rumänien schon auf Rumänisch erschienen, wo du erklärst, dass du keine Heimat hast und auch keine brauchst oder so ähnlich. Ja. Und wenn ich meine, dass du trotzdem eine hast, eine Heimat, ob du die haben willst oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber dass diese Heimat in deinen Texten voll drin ist, das ist keine Unterstellung, das ist eine Feststellung von meiner Seite. Also da will ich dir heftig widersprechen. Na, bitte. Es geht, nee, Heimat heißt etwas, ja, wo man sich zugehörig, ich will das formulieren, okay. fühlt. Ja. Ja, nun habe ich mich diesem Raum eigentlich nie zugehörig gefühlt. Zuerst einmal, es gibt verschiedene Gründe, ich will zwei wichtige anführen. Das habe ich auch in diesem essayistischen Text erwähnt. Ich war in der, als Minderheit, ich war in der Minderheit als Ethnität und war in der Minderheit, ja, auch in der politischen Minderheit. Und so ein Raum kann nie ein Raum der Geborgenheit sein, ein Raum, der, wo man sich sicher oder wo man sich wohlfühlen kann. Ja, das aber warum, geht nicht. Warum muss man diesen Begriff Frauen eingrenzen auf diese Geborgenheit? Man kann doch Heimat auch offener verstehen, voller Risiko. Aber bitte, sag weiter. Nein.
ich will das sagen, das war ein Lebensraum für mich. Ja. Und der war sehr, sehr wichtig. Eben. Ich bin froh, ich bin in einem, ich will sagen, Siebenbürgen wurde ja immer heimlich als die kleine Schweiz bezeichnet. Und das mit gutem Grund. Weil es gibt drei Kulturen, also ein Interferenzgebiet, das unwahrscheinlich interessant ist, voller Spannungen. Ich muss das nicht weiter erklären, weil das liegt ja auf der Hand. Nur die Siebenbürgen ja noch mal interessanter als die Schweiz, weil die Ethnitäten, die Nationalitäten oder Nationen leben doch ziemlich ja, geschlossen und abgesondert. Während bei uns, das war ein Völkergemisch. Einen Nachbarn hat man Deutsch gegrüßt, einen anderen Ungarisch, einen anderen Rumänisch. Und insofern, solche Interferenzgebiete, in denen liegt einmal die Gefahr eines enormen Nationalismus, der sich entwickelt hat auf all diesen drei Seiten. Aber er bietet auch die Chance, wie kein anderer Raum, ein toleranter Mensch zu werden, Toleranz zu lernen und mit Toleranz richtig umzugehen. Und da bin ich froh, dass ich in diesem Raum geboren wurde. Er hat mich geprägt, ich will den nicht verneinen, das gehört zu meiner Biografie. Ich bin froh, denn verdammt nochmal, jetzt in Deutschland stelle ich immer wieder fest, wie ich mit diesem Toleranzbegriff, wie der plötzlich wieder aktuell wird. Und ich habe die Toleranz gelernt und bin dankbar. Ja, also ich will sagen, ich stehe zu diesem Raum, ich will nicht sagen, aber ich wehre mich dagegen. Dass das als Heimat bezeichnet wird. Ja, aha. Ja, ja. Gut, dann haben wir keinen Dissens, das ist dann alles klar soweit. Das neueste, dein vorläufig neueste Band, letzter Band heißt Ankunft Konjunktiv, der ja auch diese Problematik dann im Titel schon anklingen lässt. Ich würde dich bitten, daraus jetzt einen Text als Kostprobe zu lesen. Unterwegs. Solange du nicht ankommst, ist die Freiheit bitter. Doch du kannst unterwegs endlos spielen mit den Dingen, sie davon trennen, was sie benennt. Die Bedeutung zum Beispiel der Tür ist irrelevant, egal wohin sie führt. Nur dein Überraschtsein kann ihr Sinn geben. Ich danke dir. Gata. Na, siehst du, Gerhard, schmerzlos. Ja, ja. Du warst zuerst. Ich bin sicher, du hast es ganz gut gemacht. Ja, ich meine, ich bin dann auch, wenn ich locker bin, wenn ich mich locker und nicht mehr verkrampft meine, etwas Bestimmtes dabei rausbringen. In unserem Haus hohe Gäste aus Deutschland und den Dichter Mircea Dinescu. Doamnelor și domnilor, salutăm astăzi în Casa Schiller, în alți oaspeți din Germania și pe poetul Mircea Dinescu. Es sind sechs deutsche Autoren, deren Werke in Deutschland bei anerkannten Verlagen erschienen sind. Este vorba despre șase autori germani, ale căror lucrări au fost publicate la edituri de prestigiu în Germania. Drei von ihnen sind auf rumänischen Boden aufgewachsen. Wir begrüßen Sie doppelt, wenn ich so sagen darf. Trei dintre aceștia au crescut pe pământ românesc. De aceea îndrăznesc să-i salut de două ori. Und Herr Söllner ist übrigens nicht zum ersten Mal hier im Schillerhaus. În plus, domnul Söllner nu este pentru prima dată aici în Casa Schiller. Sie werden für uns lesen aus ihren Werken. Es gibt natürlich auch rumänische Übertragungen. Aceștia vor citi din operele lor, desigur există și versiunea românească. Allerdings wird der Essayist Gerhard Cheika diese Soiree moderieren und auch unsere Gäste vorstellen. Essayistul Gerhard Cheika va modera această seară literară și va prezenta pe autorii germani. Es ist aber jetzt Mircea Dinescu, den ich zuerst um ein Wort bitten möchte. Dar acum l-am rugat pe domnul Mircea Dinescu să spună câteva cuvinte. O expresie de care se abuzează mult în ultima vreme se cheamă imaginea României în lume.
Also ein Ausdruck, von dem man das oft missbraucht wird, ist das Image Rumäniens in der Welt. Și despre imaginea României în lume vorbesc nu numai politicienii, uneori și scritorii români. Darüber sprechen nicht nur Politiker, sondern auch rumänische Schriftsteller. E un soi de disperare de a face ceva, să ne cunoască cineva mai de departe. Es scheint eine Art Verzweiflung für uns, dass wir uns bemühen, alle Leute, die in fernen Ländern leben, uns kennen. Și cel mai adesea să ne cunoască nu fața noastră reală, ci o față ușor îmbunătățită și cu operații estetice destul de violente uneori. Allerdings gelten diese Bemühungen, ein verbessertes Image von uns zu vermitteln. Und dafür setzen wir uns als Schönheitschirurgen ein. Scriitorul român așteaptă ca cineva să facă ceva pentru el. Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, primul ministru, președintele Republicii. Der Schriftsteller wartet, dass jemand von außen etwas für ihn tut. Also vielleicht der Kulturminister, der Premierminister, vielleicht auch der Landespräsident. Iată că de curând primul nostru ministru a devenit și scriitor, a scris o carte de poezii și se pregătește să scrie una de proză. Neuerdings unser Premierminister ist zum Schriftsteller geworden, hat schon Gedichte geschrieben und bereitet so ein Prosabuch vor. Din păcate, pentru cultura română se pare că nou cancelar Schröder refuză cu încăpățânare să devină poet. Ca să aibă loc o întâlnire între doi scriitori români importanți. Leider weigert sich Bundeskanzler Schröder zum Schriftsteller zu werden, damit zwei hohe Schriftsteller sich unterhalten können. Până se va realiza această întâlnire la nivel înalt între doi scriitori. Ne-am gândit să producem noi o întâlnire mai modestă între poeți români și poeți și prozatori germani. Veranstalten wir heute ein bescheideneres Treffen zwischen rumänischen und deutschen Schriftstellern. Sigur că avem de a face cu trei fii rătăcitori care nu numai că au stat în România, dar au și fugit din România cât au putut de repede. Natürlich sind hier anwesend drei Schriftsteller, die aus Rumänien stammen, die das Land schon längst verlassen haben. Din fericire, acești colegi ai noștri nu s-au întors cu mâinile goale, nu s-au reîntors cu mâinile goale în România, ci au venit cu trei scriitori de prestigiu din Germania. Glücklicherweise sind diese in ihre Heimat zurückgekehrt, nicht mit leeren Händen, sondern haben drei Kollegen, drei deutschen Kollegen mitgebracht. Trei scriitori care n-au călătorit niciodată în România. Die drei deutschen Schriftsteller waren noch nicht in Rumänien. Și pentru care probabil că România era la fel de misterioasă, eu știu, ca o țară din Orientul Îndepărtat. Vielleicht war Rumänien für diesen drei deutschen Schriftsteller ein fernes Land, vergleichbar mit einem in fernen Osten. Din păcate, acel pod cultural care putea să existe în România mult mai tragnic decât este astăzi între România și Germania, a fost fărâmat în decursul a 50 de ani. Unter der düsteren Zeit des Kommunismus wurde diese kulturelle Brücke zwischen Deutschland und Rumänien leider zerstört. Dacă ne gândim la acea zonă Ardealului, cu acele sate specifice, cu toată cultura germană specifică din România, care a dispărut și care o consider o mare tragedie pentru poporul român. Insbesondere wenn wir an die siebenbürgische Kultur denken mit deren spezifischen Dörfern, diese Kultur, die leider zum größten Teil verschwunden ist. Există o expresie a lui Tudor Arghezi care spunea, domnule, în România ar merge totul bine dacă am avea nemți mai mulți. Unser großer Dichter Tudor Arghezi pflegte zu sagen, in unserem Land würde es viel besser gehen, wenn wir auch Deutsche hätten. Noi am avut
câțiva nemți în România importanți și din păcate i-am pierdut. Doch hatten wir einige Deutschen in Rumänien und die sind abhanden gekommen. Încercăm iată să-i recuperăm. Wir versuchen diese wieder zu gewinnen. Și aș fi fericit ca în curând să citim nu numai versurile lui Hodiak și al lui Werner Zöllner în România, ci să recuperăm și cultura germană, pentru că noi vorbim de fapt așa după ureche despre cultura germană contemporană. Ich würde mir riesig freuen, wenn wir nicht nur die Verse von drei Kollegen aus Deutschland hier vorlesen dürfen, sondern wenn wir die ganze deutsche Kultur wiedergewinnen können, wieder aufbauen können. Sper într-un an sau în doi ani, ca și Katharina Hacker și Peter Kurzeck și Paulus Böhmer să vină să citească din cărțile lor în germană și să putem într-un amfiteatru, nu la secția germană, ci într-un amfiteatru al Universității București, să putem să auzim și literatura lor în limba română. Natürlich würde mich auch freuen, wenn die drei Schriftsteller aus Deutschland auch nicht nur ihre Werke hier in einem Saal von Schillerhaus, sondern auch in einem großen Amphitheater in der Bukarester Universität ihre Werke in rumänischer Sprache vorlesen werden. Acest lucru va fi ca un, ca să parafrazez ce a spus acel cosmonaut american, un mic pas pentru cultura germană, dar un mare pas pentru cultura română. Das wäre, um die Worte jenes Astronauten, amerikanischen Astronauten umzuschreiben, umzudeuten, würde ich sagen, das wäre ein, nicht nur ein kleiner Schritt pentru literatura germană, für die deutsche Literatur, sondern ein großer Schritt für unsere Literatur. Acest pas mic l-am făcut, iată, cu ocazia acestei vizite de lucru, ca să folosesc o expresie politică, făcută de cei șase autori germani. Den kleinen Schritt haben wir schon heute übernommen in diesem Literaturabend. Eu cred că ăsta va fi numai începutul. Ich glaube, das ist nur der Anfang. Pentru că am sentimentul că viitorul nostru va fi destul de furtunos. Weil ich glaube, unsere Zukunft, die auf uns zukommt, ziemlich stürmisch werden sein. Le mulțumesc că au dat curs invitației de a veni în România. Danke, dass Sie der Einladung Folge geleistet haben. Și îi invit să citească din lucrările lor. Und nun an die Arbeit. Und herzlichen Dank nochmal. Heimat und wie ich höre, auch in der neuen Heimat von Paulus Böhmer, Kurzeck und Katharina Hacker. Sie werden ja bald eingemeindet, wenn das hier so rasant weitergeht. Und möchte gleich tatsächlich zur Lesung kommen, damit die Sache sich nicht allzu sehr in die Länge zieht, denn wir wollen heute, anders als vor zwei Tagen, sowohl Deutsch lesen als auch einiges in Übersetzung. Aber auf Rumänisch dann zur zum Ausgleich für die rumänischen Hörer rumänische Gedichte, also Gedichte auf Rumänisch, übersetzte Gedichte ins Rumänische. Vă mulțumesc mai întâi pentru că în numele delegației sunt scriitori germani care se pare că și-au găsit aici o nouă patrie și aș dori să începem direct seara noastră literară pentru a nu repeta lungimile care s-au petrecut acum două seri. În privința traducerilor nu stăm foarte bine. Există traduceri în limba franceză, în franceză nu există. Nein, es gibt Übersetzungen ins Rumänische, aber nicht von den Texten, die wir auf Deutsch lesen, sondern andere und weniger. Există traduceri, dar nu din textele pe care le avem aici, ci din alte texte. Es beginnt Franz Hodiak, 1944 in Hermannstadt geboren und lange Jahre bis 1990 ein wichtiger Bürger von Klausenburg und eine Stütze der rumänisch-deutschen Literatur als Lektor beim Dacia Verlag. O să înceapă cu lectura domnul Franz Hodiak, născut în 1944 la Sibiu și care a studiat filologia germană-română la Cluj.
Apoi a lucrat ca lector la editura Dacia în Cluj. În 1992 s-a stabilit în Germania, unde lucrează ca scriitor liber profesionist în localitatea Usingen. Die Bände, die seit seinem Umzug, seit seiner Auswanderung in Deutschland erschienen sind, verteilen sich auf mehrere Genres. Er hat auch früher schon, auch hier schon, außer Lyrik, die Prosa, die kürzere und die längere, gepflegt. In Deutschland ist noch ein ganz Genur, desigur, de proză și de poezie, de mai multe feluri și de mai multe lungimi. De curând a apărut un volum, wie hieß nochmal, der Band. Franz, der Geschichtensammler, aber der ist 92 erschienen, nicht vor kurzem, sondern 92. Franz, der Geschichtensammler. De curând, în 1992, a apărut cartea Franz, povestitorul. Colegatorul de povești. Mulțumesc. Ich werde nur ganz kurz die Titel der Bände vorlesen. Siebenbürgische Sprechübung von 1990, deci Gedichte. Titlurile din 1990. Siebenbürgische Sprechübung. Exerciții de limbă, de vorbire transilvane, care a apărut în 1990. Ein Jahr später kam eine längere Erzählung heraus, die hieß Zahltag. În 1991, un an mai târziu, a apărut un volum cu titlul Ziua numărului, așa? Plății. Lefei, de leafă. Plății. Ziua de leafă. Ziua plății, în general. Ziua plății, da, mai abstract. Dann, wie gesagt, 92, das Monodrama Franz Geschichtensammler. Apoi cea despre care am pomenit. Da. Dann ein Gedichtband Landverlust von 1993. În 1993, volumul Pierderea Pământului. Țării. Pământului. Da. 95, der Roman Grenzsteine. În 1995, romanul Pietre de Hotar. Und 97, in 1997, vorläufig letzte Buch, Ankunft Konjunktiv. Ankunft Konjunktiv. Sosirea la modul conjunctiv. Ja, etwa so. Das ist auch ein Gedichtband. Also, eins, zwei. E greu să găsești o sintagmă literară. Păi da, sigur. Nu-i ușor. Nu ai ce vede cât de greu e să traduci, de fapt, literatură, pentru că e greu să traduci un titlu așa la prima vedere, dar apoi să intri în miezul. Franz, ich bitte dich, lies jetzt zuerst die Prosa auf Deutsch und nachher dann, sag uns dann, welche Gedichte du auf Rumänisch liest. Und aus welchem Band die sind. Also ich werde ein kurzes Fragment aus dem Roman Grenzsteine lesen und nachher ein Gedicht in rumänischer Übersetzung aus dem Band Ankunft Konjunktiv. Die stellvertretende Propagandasekretärin hatte sich inzwischen ziemlich gut betrunken und sie bat den Direktor und Harald Frank, sie auf die Toilette zu geleiten und ihren wankenden Gang zu kaschieren. Sie hackte sich bei beiden ein und Harald Frank und sein Direktor eskortierten sie auf die Toilette. Dort, bevor sie sich auf die Muschel setzen konnte, packte sie das Kotzen. Sie bat Harald Frank, ihren Kopf zu stützen. Während Harald Frank ihren Kopf hielt und sie sich erbrach, versuchte der Direktor, sie von hinten zu rammen. Er brabbelte irgendwelche Liebesparolen vor sich hin und erklärte, wer keinen Ekel empfinde, sei kein Mensch, weil der Mensch sich vom Tier bloß durch seine Fähigkeit unterscheide, Ekel zu empfinden, ein Verfassungszustand, den kein Tier jemals spüren könnte. Als hätten sich die chaotischen Zuckungen ihres Körpers von der Anstrengung des sich Erbrechens verursacht, auf den Direktor übertragen, begann auch er zu kotzen. Irgendwann bat die stellvertretende Propagandasekretärin den Direktor, ein Taxi zu rufen, das sie direkt aus der Toilette abholen solle.
Er müsse nur mitteilen, um wen es sich handelt, und der Taxichauffeur werde schon begreifen, die Partei macht alles möglich und das Taxi wird sofort alle Treppen hochfahren und durch die gewinkelten Korridore den Weg zur Toilette finden. Am zweiten Tag rief der Direktor Harald Frank an und gratulierte ihm zur Audienz beim General, wo er sich in 4 Stunden präsentieren solle. Harald Frank empfing diese Nachricht mit einem mulmigen Gefühl, weil er wusste, die meisten, die dieses Gebäude betreten, verlassen es nicht so bald wieder, außer sie sind Angestellte oder Mitarbeiter der ordnungssichernden Behörde. Es dauerte eine Weile, bis Harald Frank ins Gebäude eingelassen wurde. Immer wieder bestritt der Pförtner, ein Oberst, dass Harald Frank das Recht habe, das Gebäude zu betreten. Während er hin und her telefonierte, wurde eine Frau abgeschleppt. Sie schrie und schimpfte, schlug mit den Händen um sich, stampfte mit den Beinen, war blutüberströmt. Harald Frank war entsetzt. Doch schon im nächsten Augenblick war Harald Frank noch entsetzter bei dem Gedanken, dass das womöglich gar nicht echt sei, sondern bloß die Moral eines miesen Lehrstücks. Der General empfing Harald Frank freundlich im Stile eines Gigolos. Er versicherte Harald Frank, dass die ordnungssichernde Behörde ihn ganz besonders schätze, wobei er beteuerte, es sei allen hier bekannt, dass er stets die besten Wasserproben im Kreis liefere. Und wenn er bisher nicht zu Kongressen ins Ausland reisen durfte, so könne er nur sagen, dass die ordnungssichernde Behörde ihn stets unterstützt, jedoch die Partei alle seine Reiseanträge abgelehnt habe. Der General erhob sich langsam aus seinem Sessel, näherte sich Harald Frank und stellte sich groß vor ihm auf. Er sah ihn lange mit strenger Miene und starren Augen an. Harald Frank hatte noch nie solche Augen gesehen und obwohl er angestrengt nachdachte, fiel ihm nichts ein, mit dem er sie hätte vergleichen können. Plötzlich glaubte Harald Frank, sich nicht vor 2 starren Augen zu befinden, sondern vor 2 Gewehrläufen, obwohl er auch die Bedrohung, vor 2 Gewehrläufen zu stehen, bisher nie gekannt hatte. Schließlich lächelte der General und riet Harald Frank, er solle es sich gut überlegen und wissen, die Carmen-Oper gehöre auf eine kleine Bühne, die, wenn es sein müsste, was ja wie es aussehe, der Fall sein werde, verboten werden müsste, aber nicht auf die Straßen der Stadt oder in die Räume öffentlicher Ämter. Aber wie das so ist, sagte der General, wir haben erfahren, dass Ihre Mutter schon gestorben ist. Vielleicht wissen Sie das noch gar nicht? Nein, ganz sicher nicht. Wieso auch? Der Postbote hat irrtümlicherweise das Telegramm bei uns abgegeben. Der General, die Stirn kräuselnd, sah Harald Frank erwartungsvoll an. Harald Frank nahm sich zusammen. Er wusste, er darf sich keinen Schmerz leisten. Nein, vor diesen nicht. Deren einziges Vergnügen es ist, den Schmerz anderer auszukosten. General, sagte Harald Frank, es ist ein wahres Glück für uns, dass wir unser Sonnensystem und die Dimensionen, Umlaufzeit und Beschaffenheit der Planeten genau erforscht und auch Raumschiffe konstruiert haben und somit die Mittel, sie zu erreichen. So hat unser jahrhundertealtes, unendliches Streben eine neue Dimension und einen präzisen, auf ein adäquates, modernes, konkretes, objektgesteuerten Sinn erhalten. Wir können uns nun unbeschwert in ein Raumschiff setzen und zum Beispiel in Richtung Sirius losfliegen. Dass unser Leben zu kurz ist, um das Gestirn erreichen zu können, wissen wir. Doch wir können mit Sicherheit annehmen, dass die 2., 3. oder 4. Generation hingelangen wird, wenn inzwischen keine Raumschiffpanne oder eine kosmische Katastrophe eintritt. Und wenn wir auch nie ankommen werden, so kennen wir doch wenigstens das Ziel, an dem wir nie ankommen werden. Was er damit meinte, wollte der General wissen, der sichtlich verwirrt war und zugab, dass er, so sehr er sich auch anstrenge, keinen Zusammenhang erkenne. Eigentlich nichts, sagte Harald Frank, ohne dabei zu lügen. Er selbst wunderte sich über das, was er gesagt hatte. Er hatte einfach so drauf losgeredet, ohne irgendeine Absicht oder ein besonderes Ziel zu verfolgen, was ihm bisher in seinem Leben noch nie passiert war. Trotzdem erfüllte Harald Frank ein heimlicher Stolz über das, was er zustande gebracht hatte.
Er, der meistens schwieg oder nur wenig sprach und der eher zu jenen gehörte, die sich sagen, die schlagendsten Argumente fallen uns immer nachher ein, doch wären sie uns im rechten Augenblick eingefallen, hätten wir unseren Gegner vernichtend geschlagen, und die sich daraufhin sofort korrigieren und sich sagen, dabei vergessen wir immer, dass es unserem Gegner genauso ergeht. Er also, Harald Frank, der alles andere als schlagfertig oder geistesgegenwärtig war, hat es fertiggebracht, einen General der ordnungssichernden Behörde zu verunsichern, und das flößte ihm Respekt vor sich selbst ein. Noch nie hat er ein solches Gefühl empfunden. In diesem Augenblick war Harald Frank sich selbst fremd. Aber vielleicht, dachte er, hat der Schmerz mich verändert. Also, sagte der General, das ist das Telegramm mit der Nachricht vom Tod Ihrer Mutter, ich händige es Ihnen aus. Harald Frank sagte, behalten Sie es ruhig zurück für Ihre Archive, ich kann damit sowieso nichts anfangen. Weshalb werden Sie plötzlich so tragisch? Gehen Sie morgen zum Passamt, Sie werden den Pass erhalten und zur Beerdigung Ihrer Mutter nach München fahren können, um sie ein letztes Mal zu sehen. Harald Frank nahm eine Handvoll Erde in seinem kleinen Plastbeutel mit. Er wollte diese Erde auf den Sarg seiner Mutter streuen, obwohl er wusste, eine Handvoll Ursprungs würde die fremde Erde nicht aufwiegen. Doch so war es nun einmal. Harald Frank sagte sich, das Irrationale funktioniert auch gegen jedes bessere Wissen. Harald Frank wusste auch, seine Mutter war ihr Leben lang heimatlos. In Rumänien gehörte sie einer Minderheit an, der Minderheit der Deutschen. Und in Deutschland gehörte sie nun wieder zu einer Minderheit, zur Minderheit der Ausländer. Und ebenso wusste Harald Frank, diese Handvoll Erde, die er mitnahm, war keine heimatliche Erde. Als Harald Frank in München ankam, erfuhr er, dass seine Mutter schon beerdigt worden war. Vor dem Grab seiner Mutter stand er nun hilflos da, den kleinen Plastbeutel mit einer Handvoll Erde in der einen Hand, in der anderen einen Strauß Blumen, und er wusste nicht, was er mit seinen Händen anfangen sollte, im Meer der Kränze, die das Grab okkupiert hatten und die nun miteinander zu streiten schienen, als hätte jeder Kranz mehr Anspruch auf Recht und Sinn als alle anderen. Harald Frank hätte gerne gewusst, ob am Tag der Beerdigung seiner Mutter die Sonne geschienen oder ob es geregnet hatte. Ein rumänischer Volksglaube behauptet nämlich, wenn es am Tag der Beerdigung regnet, heißt das, dass der Tote sich mächtig gegen das Sterben gewehrt hat. Wenn jedoch die Sonne scheint, ist der Tote leichten Herzens aus dem Leben geschieden. Harald Frank hätte auch gerne gewusst, was für ein Kleid sie trug und vor allem, was für Schuhe. Würden diese Schuhe halten, bis seine Mutter auf all den Irrwegen das letzte beschwerliche Ziel erreicht? Er fragte sich, ob seine Mutter mit ihrer Perücke begraben wurde, die er von den letzten Fotos kannte, oder mit kahlem Kopf. War sie sehr abgemagert und war sie geschminkt oder nicht? Hatte man ihr das Gebiss zurück in den Mund gelegt? Wurde sie mit Schmuck begraben oder nicht? Wie war ihr Gesichtsausdruck? War sie überhaupt noch zu erkennen? Harald Frank schob einige Kränze beiseite und streute die mitgebrachte Erde auf das Grab. Plötzlich glaubte Harald Frank, buchstäblich auf den Füßen seiner Mutter zu stehen. Erst jetzt fiel ihm auf, wie klein die Gräber in Deutschland sind. Die Füße seiner Mutter mussten unter dem Weg liegen, auf dem er stand, anders war es ja gar nicht möglich. Harald Frank musste an die Gräber in Rumänien denken. Sie waren großzügig angelegt. Mehr unbewusst als bewusst herrscht dort die Regel, wer sein Leben lang beengt, ohne Freiheit auskommen konnte, soll zumindest im Tod Raum haben. Wo dort die Freiheit beginnt, sagte sich Harald Frank, endet hier die Freiheit. Sie ändert im Glauben, hier war man im Leben sowieso frei und das Grab ist bloß der Ort eines kurzen Aufenthalts, vergleichbar etwa mit einem kleinen Hotelzimmer, in dem der Tote sich nur 3 Tage aufhält und dann abreist in die himmlische, absolute Freiheit. In Rumänien ist man da etwas skeptischer, was die Freiheit im Leben danach betrifft. Und deshalb sind wohl die Gräber großzügiger angelegt.
Aber, dachte Harald Frank, vielleicht ist es so etwas wie ein kosmisches Prinzip, das man leichtfertig und einfach ausgleichende Gerechtigkeit nennt. Harald Frank legte schließlich den Blumenstrauß auf das Grab nebenan, das ziemlich verwahrlost war, und er wusste, er hatte im Sinn seiner Mutter gehandelt, die sich auch freuen würde, wenn nach 30 oder 40 Jahren ein Fremder einen Blumenstrauß auf ihr verwahrlostes Grab legen würde. So, danke. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Roman Grenzsteine. Und nun ein Gedicht aus Ankunftskonjunktiv. A fost deci un scurt fragment din romanul Pietre de Hotar și urmează o poezie din volumul Sosirea la modul conjunctiv. Raport asupra stării lucrurilor. 1. Îngerii păzitori treptat ne părăsesc. Au îndeajuns de a face cu ei însăși. Unii ca din plictiseală o șterg englezește pe ușa din dos, alții, mărinimoși, mai acordă iute un interviu spre a-și face mai plauzibilă dispariția. Cine să știe ce vor face de acum, fără de noi, îngerii păzitori doi? Pe semne, poate și printre ei a izbucnit o luptă pentru putere într-o ierarhie și ne vor ruga într-o zi să avem înțelegere că nu mai au timp pentru grijile, nădejdile, coșmarurile noastre, etc., etc. 3. Există, desigur, și înger păzitor, veșnic puș pe goană, de teamă că ceva iar ajunge, ori înger păzitor cu totul drăguț, cam pe la etajul de mijloc, ce-ți arată unde ți-ai rădăcit pieptenele, ori copilăria, ori o vorbă oarecare, ce nu-ți vine în minte, ori mult înguști înger păzitor ce în continuu se îmbată și îți fac cu ochiul drăgăstos. Pe aceștia, de obicei, îi învioresc cu două, trei țigări, ori cu o monedă de 5 mărci. Ori înger păzitor ce-ar dori să se expatrieze, însă nu știu unde, fiindcă toate ținuturile sunt suprapopulate de înger păzitor. Ori înger păzitor care s-ar sinucide dacă n-ar ști că îngerii păzitori sunt nemuritori. 5. Un înger păzitor, poate ultimul cel puțin, trebuie să existe, egal de decăzut, ori în favoruri, ori doar poate suportat, care să nu exprime golul atât de precaut încât însuși conținutul lui să dispară. Vă mulțumesc! So, als nächsten bitte ich Paulus Böhme dann zu lesen, der Jahrgang 1939 ist. Îl rugăm pe domnul Paul Wömer să, Paulus Wömer să citească în continuare. Domnul Paul Wömer este născut în 1939 în Berlin. Aufgewachsen ist in Oberhessen, in einer ländlichen Gegend, also auf dem Dorf in Oberhessen und im Ruhrgebiet. Deci a crescut într-un sat din Hessen și apoi în Ruhr, Nord. Und seit den 80er Jahren, seit 1985, ist er der Leiter des Literaturbüros Frankfurt. Din 1985 este conduce biroul de literatură din Frankfurt, pe Main. Welches maßgeblich daran beteiligt ist, dass wir uns jetzt hier befinden. Das Literaturbüro Frankfurt nämlich ist maßgeblich beteiligt daran, dass wir uns hier befinden. Aceasta este legătura care face ca noi să ne găsim aici, activitatea acestui birou de literatură din Frankfurt pe Main. Und Paulus Böhme schreibt an seit 63 hat 63 debütiert, hat im Jahre 1963 sein erstes Buch veröffentlicht.
a debutat în anul 1963. Und man kann alles, was nachher veröffentlicht hat, eine ganze Reihe, viele Bücher, als ein einziges Work in Progress begreifen. Tot ce a publicat după aceea se poate caracteriza prin expresia lucru în, ca o progresie. O operă. Ca o operă în care se află într-o permanentă progresie. Ich möchte nur auf die letzten beiden Bände noch ein bisschen eingehen. Aș dori să vorbesc puțin despre ultimele două volume. Aus dem neuesten Palais d'Amorf wird er heute kurz lesen. Palais d'Amorf. Astăzi va citi scurt, pe scurt, din volumul de poezie Palais d'Amorf. Und 1996 ist ein Band erschienen, der hieß Säugerleid. În 1996 a apărut volumul de poezie Säugerleid. Das könnte man eventuell übersetzen als Suferinza, der Säuger, naja, das ist schwierig wieder. Wie? Nicht der Säugling, Säuger. Säuger. Leid, ja. Das sind auch die Säugetiere mit gemeint, denn das ist eine Poesie, die tatsächlich einen enormen Atem hat, einen kosmisch ausgreifenden, eine kosmisch ausgreifende Energie. Este o literatură care respiră o energie cosmică. Und weil das bedingt auch, dass Paulus Böhmers Gedichte, selbst wo es sich um Einzelgedichte handelt, sehr viel länger sind als die Gedichte der meisten seiner Dichterkollegen. Acesta este condiționat și de faptul că poeziile sunt mult mai lungi decât poeziile scrise de ceilalți colegi ai săi. Es ist, wie gesagt, praktisch ein einziges großes Gedicht. De fapt, practic, este vorba despre un singur mare poem. Ich werde versuchen hier so um anzudeuten, welche Dimensionen diese Poesie hat, zwei, drei Verse auf Rumänisch zu formulieren. Träge wälzt sich das Erbgut durch Raum und Zeit, organisch und anorganisch. Organische Relikte häufen sich wie Beweisstücke vor einem Tribunal. Das sind drei Zeilen auf Rumänisch. Inert se tevălește masa genetică prin spațiu și timp. Relikte organice și anorganice se adună în chip de dovezi în fața unui tribunal. Das als, wie gesagt, als emblematisches Zitat über diesem Werk. Und jetzt bitte ich Paulus Böhmer, Deutsch zu lesen. Acesta a fost un citat cu valoare emblematică pentru opera domnului Paulus Böhmer și acum este invitat să ne citească. Ja, in diesem neuen Gedichtband sind nur Langgedichte, aber zwei kurze. Diese zwei kurzen werde ich ihn lesen. În acest volum se află mai ales poezii lungi, dar și două scurte. Pe aceste două scurte le voi citi acum. An angel. Licht, Dunkelheit, Inseln von Dunkelheit, Inseln von Licht. Angie schleuderte ihr dickes schwarzes Haar nach hinten, belehrte mich über die Grausamkeit. Alles, was wir aus Liebe tun, wird für niemals Bestand haben. Mischte mir, damit ich nicht mehr begehre, das Hirn der Katze mit Schnipseln von Briefen, schleuderte mir ihr dickes Haar, durchstieß mich. In Europas Städten schrien die Geistesgestörten. Kleine Jäger schleppten ihre Beute ab. Vom Mond fiel das Licht wie Puder und bedeckte die Orte. Weiß, das Rauschen der Sprache, wie das Summen der Sonnensysteme. Chile umspielt die Schar mit Beinen, die man nicht liebt, mit liegenden, knienden, rückwärtigen Positionen. Fremd bleibt, was man liebt. Teilchen vernichten einander im Blitz. Nager wisperten in den Krümmungen ihrer Gänge. Das Schaben tektonischer Platten, die zischende Auffächerung der Säugetiere vor aller Zeit. Ich hörte, ich schlief,
Korallen errichten Millionen Kubikmeter Riff und verschwinden, die Spuren der Plünderungen verwischt, die Leichen seitwärts geschafft. So tauchen die Sieger auf, als Angie mich durchstieß. Ich rede von kleinen, verlogenen Händen, vom Pochen der Pfortadern, vom Oberst mit den Gewehren, aus der oben wachsen Inseln, Gewitter wuchern. Der flache Atem der Tierkörper, die erschreckenden Innenauskleidung der Frau. Als eine Frau das Kind, das Kinn eines Mannes berührt, um seinen Blick aufzurichten, beginnt er zu weinen. Zwischen den Zweigen erscheint ein Gesicht und verschwindet für alle Zeit. Inseln von Dunkelheit, Inseln von Licht. Wie Brausepulver glitzerte Angie auf meiner Haut. Es fiel ihr dickes Haar. Es ist eine alte Geschichte. Und meine Hände griffen in ein Laut, der schmeckt wie Erde, griffen in Licht, das sich anhört wie Blut, für alle Zeit. Soll ich das jetzt zuerst lesen? Ich erst, danke. Im Darm, im Dock der Organe, in Telegrammen, im Geld, in Kilometern von Roggenfeld. Planeten stürzen von Gas und Staub, gebremst ins Zentrum, von den Bäumen das Laub wird zu Verlauf, das Knochengestell wird zu Schiefer und Öl, dunkel und hell, wächst zu Nuren und Fängen, zum Hainun des Sekrets, in den Farben von Sandstein hin wäre es. Hell, anlaufen, ablaufen. Wachsen Pflanzen, Bakterien, Säuren, Sand, Werkstätten wuchern im brachen Land. Wolle. Schwarz ist die Scheiße der Sklavenreflexen und Lecken die Nässe im Grab. Im Urlaub. In der Hand für die drei Polizen, ich sah im Ausguss ein paar Haare ganz nah. Liebe hockt in den Erddeponien der Dealer, Liebe lockt in Knackerschen, unbehaarten, behaarten, glitzert im Bierschaum, Speichel, in Wind, Hitze, Steilheit, in Gangsterhöhlen, in Autoscheiben, die der Fahrer herunterlässt. Im Stehen ist ein Kind. Daneben 5 Mark, ein Manschettenknopf. Die Person, die kommt, ist immer der Tod. Befleckt ist der Slip, verdreckt der Zeh. Wenn du kommst, dann komm, wenn du gehst, dann geh. Die Zunge ist dick wie der Arm einer Frau, die du nicht liebst. Eine arme Sau stirbt im Hof, schließ die Augen vor ihr Manschettenknopf. Schließ die Augen, Liebe. Glaub mir nicht, wenn ich sag, ein Molekulargedicht bist du, ein Tröpfchen im Meer. Das Meer wird nicht leer, geh nicht, komm her. In der Hand hielt ich 3 Policen, ich sah im Ausguss ein paar Haare ganz nah. Ganz nah ein Kamm, ein Tuch, ein Schwamm, im Eisschrank Klamm von Tengelmann. Informativă despre dimensiunile în care se mișcă această poezie, o traducere provizorie special făcută pentru această ocazie și deci nedefinitivă. Petru Angel. Lumină întuneric, ostroave ale întunericului, ostroave de lumină. Angie își arunca părul cel gros și negru în ceafă, lămurindu-mă asupra cruzimii. Tot ceea ce facem din dragoste nu va avea durată nici când și îmi prepara ca să nu mai poftesc
un amestec din creier de pisică cu bucățele de scrisori, arunca spre mine părul, mă străbungea. În orașele Europei țipau debilii mintali. Vânători mărunți se cărau cu prăzile lor, din lună cădea lumina sub formă de pudră, acoperind localitățile. Un alb ca foșnetul limbii, ca zumzăitul sistemelor solare. Egonșiile înconjoară sexul cu picioare pe care nu le iubești, cu poziții culcat în genunchi dosnice, străină-ți rămâne ceea ce iubești. Particole se nimicesc reciproc în fulger. Rozătoare șușotau în curburile canalelor lor, scrâșnetul faliilor tectonice, diferențierea țâșnitoare a mamiferelor înainte de orice vreme. Auzeam, dormeam. Corali produc milioane metri cub de recifuri și dispar. Șterse urmele devastărilor, cadavrele înlăturate. Așa își fac apariția învingătorii când engii m-a străpunț. Vorbesc despre mici mâini mincinoase, despre pulsarea venei porte, despre colonelul cu mitralierele. Din om cresc ostroave, furtuni se proliferează. Respirația slabă a trupurilor animalelor, înspăimântătoarele căptușeli ale femeii. Căptușeli, da. Când o femeie atinge bărbia unui bărbat ca să-i ridice privirea, el începe să plângă. Printre ramuri apare un chip și dispare pe vecie. Ostroave ale întunericului, ostroave de lumină. Engie strălucea ca unsă cu săpun. Părul ei gros cădea lin. Este o poveste veche și mâinile mele se afundau într-un sunet cu gust de pământ, se afundau într-o lumină cu sunet de sânge în vecii vecilor. Trecem acum, ich komme jetzt zu Katharina Hacke, der jüngsten, dem jüngsten Delegationsmitglied. Hat also auch noch nicht so viele Titel produziert. Es ist einerseits leichter, sie vorzustellen, andererseits auch nicht ganz so leicht, weil man sie noch nicht so gut kennt. Trecem acum la doamna Katharina Hacke, cea mai tânără membra acestei delegații de scriitor. Nu a scos încă atât de multe titluri de carte, ceea ce face ca sarcina noastră să fie ușoară și grea în același timp. Grea pentru că încă nu o cunoaștem foarte bine. Sie schreibt also Prosa. Sie scrie proză. Das heißt zuerst mal schön der Reihe nach des Geburtsjahr. Ja, 1967 geboren. Născută în 1967 în Frankfurt. Ja. Hat auch in Frankfurt eine Zeit lang gelebt, war dann 6 Jahre lang in Israel und lebt jetzt in Berlin. A trăit o vreme în Frankfurt, apoi 6 ani în Israel și acum se află în Berlin. Die erste Erzählung heißt Tel Aviv, ist eine Stadterzählung. Prima carte este poartă titlul Tel Aviv. O povestire de oraș, citadină, dacă vrei. Und ist entstanden aus ihrer aus einem intimen Verhältnis zu dieser Stadt. Și a apărut în urma unei legături intime strânse cu orașul. Care die, der zweite Band heißt Morpheus oder der Schnabelschuh. Al doilea volum poartă titlul Morpheus sau Schnabelschuh ist, das wird sie uns nachher sicher noch erklären, was ein Schnabelschuh ist. O să ne explice de bună seamă ce înseamnă acest Schnabelschuh. Und der, das Grundmuster der okay. Geschichten, die hier in diesem Band versammelt sind, das Grundmuster des, dieser Erzählungen aus dem Band Morpheus oder Schnabelschuh besteht darin, dass die Gestalten der antiken griechischen Mythologie und die Motive der griechischen Mythologie in die Gegenwart
hineinspielen, hineingenommen werden und sich dort zum Teil merkwürdig verhalten. In acest roman sunt preluate motive din literatura antică greacă și prezentate într-un mod personal deosebit merturi, ciudat. Zur Illustration wird sie jetzt die Erzählung Sisyphos auf Deutsch lesen und ich lese danach die Übersetzung ins Rumänische. Pentru exemplificare va citi din povesti din romanul Sisif. Povestirea Sisif. Povestirea Sisif, iar apoi domnul Ceica va citi traducerea în limba română. Da. Fiecare înțeleagă textul. Ah, da, fiindcă există există textul tradus. Deci se poate urmări în timp ce citești, ca să nu mai citească el. Es ging nur darum, ich wollte es mal vorlesen. Ich das machen wir an der Donau. Sisyphos. Aus dem einzigen Zimmer im Erdgeschoss hört man Schritte, unregelmäßige Schritte. Man hört Schritte und ein Aufseufzen. Etwas schrammt gegen die Wände. Vielleicht verrückt jemand Möbel. Niemand hat gesehen, wer in dieses Zimmer gegangen ist, wer es abgeschlossen hat. Nicht einmal der Concierge kann diesen Gast beschreiben. Immer fehlt der Schlüssel, hängt niemals am Schlüsselbrett. Wer ist das? Fragt der Hotelier den Concierge. Ein seltsamer Name. Er hatte sehr viel Gepäck, erwidert der Concierge. Es schien sehr schwer zu sein. Aber hin und wieder muss er hinausgehen, sagt der Hotelier und richtet sich darauf ein, zu warten. Gegen 5 Uhr hört man das Schloss, hört die Tür, Schritte auf dem Flur. Ein großer, kräftiger Mann kommt heraus, er trägt einen dunklen Anzug, höflich nickt er guten Tag. Der Hotelier springt auf, erleichtert und verlegen, da er einen weniger sonierten Gast erwartet hätte. Ich hoffe, Sie fühlen sich bei uns wohl. Oh, durchaus, antwortet der Gast. Nur möchte ich, wenn es möglich ist, den Schlüssel gerne mitnehmen. Ich komme in einer Stunde wieder. Stumm nickt der Hotelier. So geht das nicht, sagt er dem Concierge, nachdem der Gast durch die Drehtür verschwunden ist. Wir müssen wissen, was für seltsame Geräusche er macht. Ich warte, bis er zurückkommt und frage ihn. Sicher werden Sie verstehen, dass wir uns Gedanken machen. Vielleicht ist Ihnen die Anordnung der Möbel nicht bequem. Wir helfen Ihnen gerne, sie umzustellen. Der Mann lächelt betrübt. Ah, Sie machen sich Sorgen um Ihr Zimmer. Zu Unrecht. Es ist nicht der echte Stein. Wie bitte? Fragt der Hotelier. Es ist nicht der Felsen. Es ist nur ein mittelgroßer Stein und weil er so leicht ist, weil kein Berg vorhanden ist, um ihn hinaufzurollen, deswegen stoße ich damit an die Wände und die Möbel, aber ich versichere Ihnen, dass kein Schaden entstehen wird. Nicht einmal ein Kratzer wird zu sehen sein. Wovon sprechen Sie? Fragt der Hotelier beunruhigt. Alles war gut, sagt der Mann nachdenklich, bis Orpheus erschien. Wir alle hatten uns an unsere Strafen gewöhnt. Wir alle? Der Hotelier ist zunehmend verwirrt. Ja, Tantalus zum Beispiel. Kennen Sie Ovid? Unterbricht sich der Mann plötzlich. Ich bitte Sie, gibt der Hotelier beleidigt zurück, ich habe studiert. Dann wissen Sie es ja, Tantalus und Ixion und Tytios und die Danaiden und ich. Tantalus haschte nicht nach der weichenden Flut und es stockte das Rad des Ixion. Nicht mehr wacht von den Geiern die Leber zerhackt, die Beliden, das sind die Danaiden, ließen die Urnen in Ruhe. Er verstummt. Wissen Sie, es war Orpheus Stimme oder es war die Musik. Er hatte ja seine Leier bei sich, ein zartes Instrument. Denken Sie an das Flügelrauschen der Geier, an das Wasser, das Dröhnen des Felsens, der den Abhang hinunterrollt. Rührung? Eine voreilige Deutung. Und auch aus Schatten sind wir höflich. Der Hotelier geht nervös auf und ab. Ja, sehen Sie, als Gast des Hauses steht es Ihnen selbstredend frei zu tun und zu lassen, was Ihnen beliebt, solange Sie keinen Schaden einrichten, und das wollte ich Ihnen keinesfalls unterstellt haben. Unauffällig weicht der Hotelier an den Tresen zurück. Vielleicht ist der Gast verrückt, das hat es schon gegeben. Und gleich hat der Gast den Hotelier umgebracht. Eine Beleidigung, eine eingebildete Beleidigung mit Todesfolge. Man bricht das Gespräch besser ab. Und wenn er das nächste Mal das Hotel verlässt, dieser mühsame, melancholische Mensch, dann ist immer noch Zeit herauszufinden, was in dem Zimmer vor sich geht. 2 Tage später ist die Gelegenheit da. Der Concierge
angewiesen vom Hotelier, hält den zweiten Schlüssel in der Hand. Entschieden nickend nimmt der Hotelier den Schlüssel und nähert sich dem Zimmer des Gastes. Der Concierge hört, wie die Tür sich öffnet. Nichts weiter. Sehen Sie sich das an. In meinem Hotel. Zögernd nähert sich der Concierge, schaut ins Zimmer. Da reißt der Hotelier ihn zurück, stößt die Tür zu, schließt sie ab. Aber, stammelt der Concierge, da war doch gar nichts. Nur ein großer Stein. Nur, ruft aufgebracht der Hotelier, nur ein großer Stein. Sind Sie nicht bei Trost? Die Drehtür unterbricht sie. Beide stehen starr. Sie waren, sagt der melancholische Mann, also neugierig. Ich will es Ihnen nicht verübeln. Ich sage nicht, dass es mich nicht kränkt, aber ich will es niemandem verübeln. Sie haben ihn gesehen? Bilden Sie sich nicht ein, etwas verstanden zu haben. Weder den Stein, geschweige denn diese Geschichte, geschweige denn die Musik und warum ich hier bin mit diesem lächerlichen Rest des Steins. Er hebt das Gesicht, zuckt mit den Achseln und verschwindet in seinem Zimmer. Das kommt davon, fährt der Hotelier den Concierge an. Erst hören Sie Gespenster und dann können Sie nicht einmal aufpassen. Beleidigt wendet der Concierge sich ab. Aber diesmal bleibt er 3 Tage in seinem Zimmer. Der Concierge muss dem Hotelier zu essen und zu trinken bringen. Die Geräusche scheinen leiser zu werden, wie erschöpft. Der Gast hebt den Blick nicht und geht grußlos hinaus. Als er zurückkommt, wirft sich der Hotelier ihm in den Weg. Bitte, sagt er, bitte. Der Mann schaut ihn stumm an. Gut, seufzt der Hotelier, erzählen Sie, was war es für eine Musik? Wir sahen ihn erst gar nicht, sagt der Mann. Aber es war seltsam. Man kommt nicht mit Musik dorthin. Ich war gerade unten und bevor ich mich wieder daran machte, den Stein den Berg hinaufzurollen, sah ich mich um und in Charons Gesicht. Charon, Sie haben ja keine Ahnung. Es ist nicht so, dass man Angst vor ihm hätte. Angst. Angst hat eine Zeit und eine Aussicht auf Ende. Sein Gesicht ist Grauen ohne Zeit. Gesichtsloses Grauen. Jede ihrer Empfindung ausgesaugt und tot. Ein Spiegel, in dem sie ihr Leben sehen, ohne Zeit und ohne Mitgefühl. Einen Augenblick dauert das, ein einziger Augenblick genügt für ihr ganzes Leben. Nichts weiter als eine Anzahl von Sätzen und ihr Name. Ich sah Charons Gesicht. Er hatte den Kopf etwas gesenkt. Und es war nicht mehr darin als eine Spur Wehmut und sein eigenes Entsetzen darüber. Charon, gerührt. Als ich mich gefangen hatte, bemerkte ich, dass die anderen reglos standen wie ich und in seinem Kahn stand ein Mann auf und sang, hatte schon vorher gesungen, hat seit je gesungen, dachte ich. Und jetzt, ja, beinahe hörten wir ihn, auch ich, hörten ihn und hörten ihn nicht. Der Mann macht einen Schritt auf den Concierge zu, der sich hinter dem Tresen duckt. Dann dreht er sich um und fast flieht er in sein Zimmer. Sie Idiot, wütet der Hotelier, als die Zimmertür ins Schloss fiel. Was machen Sie überhaupt hier? Er verschwindet in seinem Büro. Die Geräusche aus dem Zimmer klingen heftig. Haben Sie angeboten, ihm Essen aufs Zimmer zu bringen? Sagen Sie, wofür bezahle ich Sie eigentlich? Aber wir machen das nie, protestiert der Concierge. Sie haben mir untersagt. Seien Sie ruhig, unterbricht ihn der Hotelier. Wissen Sie überhaupt, wer das ist? Nein, sagt der Concierge beleidigt. Und wer soll das sein? Der Hotelier verstummt. Sein brauner Anzug, der immer ein bisschen zu eng war, sitzt jetzt lose auf den Schultern. Er hat auf dem Ärmel einen Fleck. Abends geht er nicht nach Hause, sondern schläft auf dem Sofa im Büro. Am Morgen trägt der Concierge die leere Flasche Rotwein hinaus. Der Gast zeigt sich einige Tage lang nicht. Und falls er das Zimmer verlassen haben sollte, so hat ihn keiner gesehen. Nicht der Concierge und nicht der Hotelier, der sich schämt, wenn er den wenigen anderen Gästen mehrmals einen guten Tag wünscht. Denn, sagt ein Gast zu seiner Frau, wenn der Hotelier immer am Eingang steht, dann kontrolliert er entweder seine Gäste und schnüffelt herum oder er braucht keinen Concierge. Endlich hält der Hotelier es nicht mehr aus und klopft an die Tür. Hinter der Tür wird es still. Aber er bekommt keine Antwort. Der Concierge sieht, wie er mit schweren Schritten in sein Büro zurückkehrt. Es wird jeden Tag so sein, sagt sich der Concierge. Er wird jeden Tag an die Tür klopfen und er wird keine Antwort erhalten, sagt sich der Concierge schadenfroh. Er lauscht auf die Geräusche, immer dieselben Geräusche, denkt er. Das ist es, was der Hotelier glaubt. Er lauscht auf die Geräusche, aber das stimmt nicht. Jedes Mal, wenn er mit uns, denkt der Concierge, gesprochen hat, klangen sie ein bisschen anders. Erst aufgebracht. Es würde der Stein schneller hin und her gerollt und heftiger gegen die Wände und den Schrank stoßen.
und etwas später klang es nachdenklich und zart, als würde er sich an etwas erinnern. Vielleicht erinnert er sich an die Musik, von der er gesprochen hat. Ich möchte gerne, denkt der Concierge, diese Geräusche noch einmal hören, wie schön es klang. Der Hotelier hat das nicht bemerkt, es klang sehr schön. Der Concierge staubt mürrisch die Fächer für die Schlüssel ab. Unsere Gäste bekommen niemals Briefe, wir brauchen solche tiefen Fächer nicht, hat er dem Hotelier gesagt, der mit seinem dicken Finger in die hintersten Ecken fährt und bedeutsam niest. So zart. Vielleicht die Umkehrung dieses Gesichts, ein seltsamer Name, Charon. Alles, was je ein Mensch gefühlt hat, ohne ein einziges Bild und für immer aufgehoben und versöhnt. Der Concierge träumt. Und wenn sich die Tür öffnete, während der Hotelier schläft, wenn der Hotelier aufgibt, nicht wartet und der seltsame Gast verlässt das Hotel mit seinem Stein und niemals mehr, er lauscht. Und wieder schläft der Hotelier, der immer dünner wird. Wie lang die Tage sind, 2, 3, 5 Tage. Erst am 6. Tag geht der lange, traurige Gast unbemerkt fort und als er zurückkommt, eilt er nicht in sein Zimmer, geht mit zögernden Schritten, als hoffte er aufgehalten zu werden, sieht den Kopf des Concierge schlafend auf dem Tresen und den Hotelier selbst eingeschlafen in einem Sessel. Als er die Tür seines Zimmers fast erreicht hat, hebt der Concierge seinen Kopf. Da, ruft er, da, er geht. Der Hotelier schreckt hoch. Sie, sagt er leise, sie. Tantalus haschte nicht nach der weichenden Flut und es stockte das Rad des Ixion. Hören Sie, ich habe es mir gemerkt. Der Gast nickt. Nicht mehr wacht von den Geiern, die Leber zerhackt, die Belieben ließen die Urnen in Ruhe. Wir alle, blutlose Schatten und Charons Gesicht, als er die Arme hob, um zurückzurudern und konnte es doch nicht. Und Sie, fragt der Hotelier ängstlich, wer sind Sie denn? Wir Schatten wissen, was ein Mensch ist, wer wüsste es, wenn nicht wir? Im Schattenreich, was sollte uns überraschen? Doch plötzlich steht da ein Mensch und singt. Klang einer Stimme und eine Melodie, einzelne Töne, Gesang. Ich weiß nicht, welche Kraft die Folien besänftigt hat und Charon innehalten ließ. Im Kahn stand Orpheus und sang. Zu ertragen den Schmerz versucht ich. Amor behielt den Sieg. Die Stimme? Der Concierge fragt leise, als der Gast verstummt. Ich sah Charons Gesicht und Tantalus' Hände, wie erstarrt in ihrer Hast. Ich habe sie gesehen und habe nicht die Stimme und nicht einen Ton gehört. Sah uns alle und begriff plötzlich, wir waren es, blutlose Schatten, verstanden die Stimme und ihre Bitte und würden doch niemals wirklich ihren Klang hören und niemals wieder die Musik. Damals netzt nach der Sage zuerst die drei Eumeniden weinend die Wangen, gerührt von dem Liede. Wir hören es nicht. Und Sisyphos saß auf dem Stein. Auch sie hören es nicht, lacht der Gast plötzlich böse. Aber stellen Sie es sich vor, wie alle zu ihrem Schicksal zurückkehren. Und auch das Orpheus ist schon besiegelt. Ausdruckslos Charon und hastig die Hände des Tantalus. Ich bin Sisyphos, ich saß auf dem Steine, den wieder und wieder zum Berg zu rollen mir auferlegt war. 7 Tage saß Orpheus am Ufer und 7 Tage hoffte ich, seine Stimme zu hören. 7 Tage saß ich regungslos, Gram und Schmerz des Orpheus Nahrung und versteint saß ich auf dem Steine. Der Gast ging leise in sein Zimmer und mit seinem Bündel, ein festes Tuch, das er über die Schulter trug, kehrte er zurück. Hades, der stygische Zeus, ein Geschenk rief er zurück und mir nahm er die Strafe, um mich härter zu treffen. Unwürdig der Strafe, verkündete er, ließ mir nichts als diesen kleinen Stein, mit dem ich herumziehe, zu klein, um darauf zu sitzen, zu klein, ihn zu rollen und zu wenig zu trauern. Ausgestoßen aus der Unterwelt. Tantalus hascht nach der weichenden Flut, die Geier zerhacken die Leber. Und Sisyphos saß auf dem Steine. Tag um Tag, weder durch Befehl noch durch Drohung zur Ordnung gerufen. Orpheus' Bitte und Sehnsucht haben Hades gerührt. Doch meine Sehnsucht, die Musik zu hören, war stärker. Es gibt etwas, das die Gesetze sprengt. Mich musste er vernichten. Doch wie vernichtet man, was tot ist? Es gibt etwas, das stärker ist als die Liebe, die man mit Orpheus verbindet. Die ist groß und Schwäche gegen die Ordnung. Aber seine Musik, seine Stimme fordern die Ordnung aus Stolz heraus. Ich habe niemanden herausgefordert, das nicht. Aber geübt durch den Stein war ich hartnäckig. Ihr Anzug hat Flecken und morgen oder übermorgen werden sie ihn in die Reinigung bringen. Ich habe keine Kraft. Nur die Starre habe ich der Ordnung entgegengesetzt, die Starre des Schmerzes, der Trauer, die Auflehnung, die nichts weiter vermag, als ihr Verschwinden zu verweigern.
So musste man versuchen, mich lächerlich zu machen. Und mit mir bleibt nur, die Lächerlichkeit zu meinem Gelächter und meiner beharrlichen Trauer zu machen. Sisyphos saß auf dem Steine. Der Gast tritt zum Concierge und gibt ihm den Schlüssel. Dann wendet er sich noch einmal zum Hotelier. Sie müssen keine Sorge haben. Mein Stein ist zu klein, um darauf zu sitzen und zu klein, um Schaden anzurichten. Ich bin nur ein Gast und hinterlasse keine Spuren. Danke, Katharina. Ich wollte jetzt noch hinzufügen, dass... So, damit komme ich jetzt zu Werner Söllner. Acum trecem la domnul Werner Söllner. Der, den ich vielen von Ihnen sicher nicht vorstellen muss. Nu trebuie să vorbesc prea mult despre domnia sa. Er ist 1951 geboren. Născut în 1951. Und zwar bei Arad, in der Nähe von Arad. În apropiere de Arad. Hat in Klausenburg studiert. A studiat în Cluj. Und war dann in Bukarest lange Zeit zuerst Deutschlehrer und dann Verlagslektor lange Zeit. Multă vreme a lucrat în București ca profesor și apoi ca lector la editură. Editura Ion Creangă. Sein erster Band ist 1975 erschienen. Primul său volum a apărut în 1975. Und hieß Wetterberichte. Și s-au numit buletine meteorologice, rapoarte despre vreme. Es ist ein charakteristischer Titel für die wichtigste Strömung der rumänien-deutschen Literatur jener Zeit. Este un titlu semnificativ pentru curentul literar al literaturii germane din România din acea perioadă. Auf Sachlichkeit hin orientiert. Este o literatură orientată pe specificitate, pe concretețe. Und auf die Verhältnisse hin, also auf die sozialen, politischen Verhältnisse hin. Și de asemenea și orientată și asupra situației politice și sociale din timpul respectiv. Drei Jahre später, 1978, erschien dann ein zweiter Band. Un al doilea volum a apărut în 1987. Dessen Titel schon ein bisschen anders klingt. Și titlul sună puțin diferit de data aceasta. Und zwar Mitteilungen eines Privatmannes. Înștiințări, comunicări ale unei persoane particulare. 1979, als Werner Söllner noch in Rumänien lebte, erschien in Deutschland ein erstes Buch. În 1979, pe când domnul Werner Söllner încă se afla în România, a apărut o carte în Germania. Das ist ein einziges langes Gedicht, weil wir hier von langen Gedichten sprechen. Werner Söllner hat also auch gepflegt, nur auf andere Weise. Este vorba tot despre un poem de o lungime deosebită, pentru că tot astăzi seara este vorba despre poeme lungi, dar într-un alt mod. Sprachigkeit, Werner, weißt du, wie man das Rumänisch sagen könnte? Absolut nicht. Sprachigkeit. Ist du ein... Verbosita? Ja, sowas vielleicht. Naja, nein, das geht in eine andere Richtung. Es ist nicht so zu treffen. Vielleicht Dimensiona Limbi oder ich weiß es nicht. Also, es ist ganz schwierig. Ein sehr komplex ausdeutbarer Titel. Ein Titel, der se lasă destul de greu tradus în limba română. 1980 kam nochmal ein Gedichtband in Bukarest heraus. A apărut încă un volum de poezii în București. Ich muss vorher sagen, die Wetterberichte sind in Klausenburg in dem berühmten Dacia Verlag von Franz Hodiak erschienen. Oder beim berühmten Franz Hodiak vom Dacia Verlag. Cât privește buletinele meteorologice sau rapoarte despre vreme, acest volum a apărut la editura Dacia din Cluj a domnului Hodiak. Ja. Also eine Entwöhnung heißt der letzte in Rumänien erschienene Band.
Das ist, wenn man die Kinder ab, wenn man abgewöhnt. Ja, wenn man die Kinder vom Stillen, ja, von der Muttermilch abgewöhnt. Înțărcare, ja, so. Deci ultimul titlu, ultimul, ultima carte poartă titlul Înțărcare. Ultima apărută în România. Ce a apărut? In Deutschland 1982, also 1982. Kehrte er dem Land den Rücken und ließ sich in Frankfurt nieder. Părăsește România și se stabilește în Frankfurt pe Main. Da die das umgekehrte Prozedere, also von der Entwöhnung an eine an die Gewöhnung an die neu gewonnene Situation, war es ein recht langer Weg. Deci este un drum lung în sens invers de la înțărcare și până la reobișnuirea, readaptarea cu o nouă situație. Diese Übergangszeit, acest timp de tranziție, findet ihren poetischen lyrischen Niederschlag in dem 1988 bei Surkamp erschienenen Band, Gedichtband. Își găsește, deci acest proces de tranziție își găsește expresia lirică în volumul de poezii care a apărut în 1988 la Kopfland, Kopfland. Sub titlul ja. Țară cerebrală encefalică sau în sfârșit. Und Passagen, also Kopfland, Punkt, Passagen. Passage in Zara Cerebrale, Punkt, Passage. Es ist, nee, Zara Cerebrale, de fapt, Zara din Cap. Imaginar. Da, Zara din Capul nostru. Der nächste Band. Următorul volum. Ist in Zürich erschienen. Apărut la Zürich. Stimmt das, ja? Not. Der Schlaf des Trommlers. Somnul Toboșarului. Und ich bitte Werner Söller jetzt uns Kostproben zu liefern. Să ne ofere, să ne lase să degustăm puțin din acest volum. Ich lese drei Gedichte auf Deutsch. Citesc trei poeme în limba germană. Und eines auf Rumänisch. Și unul în română. Ich fange mit dem allerneuesten Gedicht an, ich wohl nicht allzu lange Zeit geschrieben. Încep cu cel mai nou poem pe care de altfel nu l-am scris de curând. Über den Dächern von Amsterdam. In einer fremden Stadt im Lande nie hat mich mein Vater besucht. Ich habe ihn gerufen. Auf dem Dach eine Taube, auf dem Fensterbrett die blinde, fremdelnde Katze. Auf dem Tisch eine Tasse Kaffee, Wolken aus Milch. Er hat auf dem Korbstuhl gesessen, zögernd und still, ein bisschen entfernt, als sei er wie früher anderswo zu Hause und dort jemand anders. Genosse Gott zum Beispiel im irdischen Paradies im Exil, an den Händen dünne Altersflecke gehaut. Mit lauter Stimme habe ich erzählt, von Angstlust und Schuld, von Krieg und Schweigen in mir, vom Erbe, von früher und nie, alles vielleicht, ich weiß nicht. Das Leben um mich herum wächst und wächst wie Aluminium. Drüsengeräusche, Hitze und Kälte in einem, dass ich mich verstehe aufs Bellen seit einiger Zeit. Draußen hat es zu regnen begonnen. Es ist nicht so einfach, hat er mit meiner Stimme gesagt, wie du es dir machst. Sein Kopf hat nicht mehr gewackelt. Und Mutter? Es ist einfacher als schwer. Traum, es ist Zeit. Hast du Fahrkarten für die Tram? Ja. Vollmond über dem Leiterplane. Außerirdische mit Augen, Mündern, Ohren. Das Herz höre ich. Schlägt zwischen den Rippen, links und ein Portemonnaie. Es ist Zeit, höre ich, eine Stimme, erfinde dich.
ein etwas älteres Gedicht, das aber auch noch in keinem Buch steht. Acum un poem ceva mai vechi care nu se află în niciun volum. Der chinesische Löffel. An einem Tag im November, als ich aus einem Versehen heraus Erich Fried war, unter anderen Gästen in einem Wiener Museum, das voll war von Hrdličkas marmornen Schwänzchen, drapiert von Canapés, Prosecco und Bier, da schaute ich zu, wie all die erwachsenen Kinder ihre Mutter ad nauseam verzehrten, privat und politisch, angerichtet mit Fisch und Zucchini auf blau gemustertem Porzellan. Da wusste ich endlich, dass diese Welt sich nicht mehr verwandeln wird, ins von wem wohl und wie und warum wohl anders gemeinte. An einem Tag im November, als ich der vielen, zu vielen Gedichte gedachte und dessen, was ist, was es ist. Da schaute ich zu, wie Sartre sich umdreht im Mund eines aufgeklärten Ministers. Da umarmte ich den chinesischen Löffel wie Nietzsche sein Pferd. Mit Nausikaa ging ich und pflanzte ein Bäumchen ins Heute. Zum Schluss auf Deutsch ein etwas längeres. Kann sein. Kann sein, ich wandere noch einmal aus und hinterlasse euch meinen Tod, die Sozialwissenschaften, Wäsche zum Bügeln und eine Hypothek auf die Liebe. Dieses ewige Hin und Her zwischen Mangel und Überfluss, zwischen Katastrophe und Erlösung, zwischen Leitartikeln und Lyrik, es hat auch mich nervös gemacht, nervös und ungeduldig. Ich jedenfalls warte nicht mehr auf das große, das vermutete Glück. Oder war das am Ende schon da und ich habe nur nichts gemerkt? Kann sein. Ansonsten, na was denn? Ein Dichterleben, also meist ein Lamento. Ein bisschen Politik, jede Menge Hochmut, ein paar verkrachte Frauengeschichten, Alkohol, später Hunde und hier und da der Mount Everest einer Formulierung. Natürlich, es hat auch Zeiten gegeben, da ich dachte, dass Gott oder was weiß ich sonst wer unser Leben durchkomponiert wie eine Sonate. Erster Satz, zweiter Satz, dritter Satz, verschiedene Tempi und alles mündet einmal in jene Harmonie, von der Greise und Verrückte faseln. Aber irgendwie sind ihm, oder was weiß ich, sonst wem, die Notenblätter durcheinander geraten. Alle spielen und keiner kennt den Einsatz. Und ich? Nun, abends, wenn vor der Kamera ein Feuerwerk für die Aufklärung abgebrannt wird, stehe ich da im Hamlet-Kostüm und beantworte für 5 Mark philosophische Fragen. Kann sein. Es ist alles eine Frage der Chronologie und der Jahreszeit. Im Herbst steht die Sonne tief. Es genügt einigermaßen aufrecht zu gehen und schon muss man blinzeln und die Augen tränen. Die Durchblutung von früher fällt einem ein. Der berühmte Geruch nach Verwesung, die antike Philosophie, alles fließt. Ein schwacher Trost für die Zukunft, aber kann sein. Tja. Als der Ehrgeiz noch über den Dingen lag und die Wahrnehmung schärfte, als wir uns noch nass rasierten, wir Elfenbeinrambos in den Verliesen der Sehnsucht, als wir träumten, die Welt könnte verbluten von den Bisswunden unserer Umarmung, ich glaube, das meiste war Zufall. Die Früchte, die in den Bäumen hingen, sind gereift und zu Boden gefallen. Ein Schuh und in dem Schuh ein Fuß. Langsam wird meine Haut wie Löschpapier. Die immer noch neben mir sitzt, hält meine Hand. Wahrscheinlich lieben wir uns. Kann sein. So habe ich mich unlängst im Traum gesehen. Mein Gesicht, das Gesicht eines Kindes als Greis. Bis zum Hals eingewickelt in Tücher und rote Äderchen in den Augen. Vielleicht war gar nicht ich es, den ich gesehen habe. Sondern mein kleiner Hund, der manchmal Bauchkrämpfe hat. Kann sein. Kann sein. O poezie în limba română, în traducerea lui Grete Tartler.
O poezie pe care am scris-o la începutul anilor 90, când am aflat într-o zi că niște emigranți barbari dintr-o țară est-europeană au năvărit în Viena, au prins lebedele de pe Dunăre și le-au prăjit prin parcuri. La scurtă vreme după aceea a sosit în Germania dintr-o țară est-europeană și prietenul meu, Franz Hodiak, căruia poezia îi este dedicată. Încet, dar sigur. În timp ce încet, dar sigur, se face mai cald în lume, în timp ce ne bucurăm nebunește de dispariția granițelor, în timp ce căutăm în spatele ultimei galaxii vizibile, disperați după vid, în timp ce se dă la fund hidrargirul utopiei societății fără de clase, în timp ce ne minunăm că la cinema încă se mai văd tatuați, în timp ce încet, dar sigur, ne despărțim de forme și de valori și ne întoarcem spre hrana cea naturală, spre normalitate, spre rostirea nesilită, amabilă, în timp ce ne păcălim tot mai tare cu orientarea corectă pe care nimeni nu ne-o mai crede, în timp ce învățăm încet, dar sigur, din greșelile trecutului și înaintăm spre un viitor de hârtie reciclată, în timp ce ne lăsăm ronțăiți de bani, de o bună relație, de teama față de teamă, de răul mai mic, în sensul clipei, de libertatea deciziei împotriva propriului sine pentru un rău mai mic, în timp ce vorbim de dragoste și uităm numele ființelor, în timp ce lumea dispare încet, dar sigur, în mediul înconjurător, vin către noi barbarii, din vid, din spatele ultimei galaxii vizibile, încet, dar sigur, se trezesc în pustiuri, în castelul lui Dracula și își șterg somnul rațiunii din ochi, privirile aprinse de poftă după o dezamăgire semănând a speranță, încet, dar sigur, ne calcă în picioare ultimele flori din sârma ghimpată în biotopi de moarte, vin și își cer răsplata lipsei lor de istorie, cuvenita lor parte la Coca-Cola, Petrol, la Mozart și Mickey Mouse, partea la răul mai mic și la libertatea de a decide împotriva lor înșile pentru răul mai mic, la tropice triste, încet, dar sigur, Boris Yeltsin va învinge în finala de la Wimbledon, încet, dar sigur, aleargă poeții lor cu fundul gol prin Viena și se împreunează cu apusul, încet, dar sigur, fumul tămâii miroase usturoi, încet, dar sigur, vor să devină ca noi, ne urăsc pentru că reușesc, vin barbarii și își încarcă târna cu fructe din grădina noastră a neplăcerilor, baltă ne lasă. Hai să-i gonim pe barbari înapoi, încet, dar sigur, înapoi în păduri, în sudori, în castelul lui Dracula, mărul, șoptește șarpele, era doar o holografie, iar aparența e chiar paradisul. Da. Danke, Werner Söhne. Wir kommen jetzt zum Abschluss mit Prosa. Mulțumim, domnului Söllner, și în final trecem la proză. Peter Kurzeck. Peter Kurzeck. Jahrgang 1943. Născut în 1943. Geboren in Böhmen. În Bohemia. Und als dreijähriges Kind mit dem vertriebenen Treck nach Deutschland gekommen, also in den Kreis Gießen gekommen, wo er im Dorf Stauffenberg aufwuchs. Apoi când avea vârsta de 3 ani, a plecat împreună cu familia sa, cu toți cei care au fost izgoniți și a ajuns în Im Germania, Dorf Stauffenberg, în satul Stauffenberg, unde a crescut. Die vertriebenen Schicksal und das Dorf Stauffenberg spielten eine ganz wichtige Rolle in der ersten Orientierung des Autors in der Welt, und das ist nachzulesen auch in seinen Büchern.
Această istorie a celor isconiți joacă un rol foarte important în prima sa orientare către lume, prima sa deschidere către lume, ceea ce se și poate constata citindu-i opera. Seit 1977 din 1977 in Frankfurt am Main. Trăiește în Frankfurt pe Main. Nu, astăzi nu mai trăiește în Frankfurt. Câțiva ani începând. Frankfurt am Main ist jedenfalls die Stadt, die eine Hauptrolle in seinen Büchern spielt. În orice caz, Frankfurt pe Main este orașul care joacă un rol foarte important în opera sa. Und heute lebt in der Provence, in Südfrankreich. Și astăzi trăiește în sudul Franței, în Provence. Hat allerdings auch zu Deutschland noch, also in Deutschland noch ein Standbein, wenn ich das so sagen kann. Dar totuși mai are un picior bine înfipt în Germania. Er hat zahlreiche wichtige Preise bekommen, einen bekannten, hierzulande auch bekannten, würde ich gerne nennen, den Alfred Döblin-Preis von 1991. A primit numeroase premii, aș numi unul dintre ele, care este foarte cunoscut și aici, Alfred Döblin Prize, premiul Alfred Döblin, 1991. Und unlängst erst gerade, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit, den Preis der Bayerischen Akademie. Și de scurtă vreme a primit și premiul Academiei Bavareze. Seine Titelliste ist... nicht allzu lang, aber es geht auch in seinem Fall um ein sich fortschreiben des Textes von einem Buch zum anderen. Es ist also die Bücher bilden in einem bestimmten Sinn eine große Einheit. Nu este autorul a foarte multe cărți, totuși întreaga sa operă este o permanentă construcție. So, ich das mit den Titeln haben wir gesehen, ist eine schwierige Angelegenheit. Este destul de greu să traducem titlurile. Trotzdem gibt es einige Charakteristische, die ich nennen würde. Totuși sunt câteva caracteristice pentru opera sa pe care le-am citat. Das Buch, aus dem wir heute lesen wird, heißt Keiner stirbt. Astăzi vom citi dintr-o carte care se numește Nu moare nimeni. Niciunul, adică da, nimeni nu moare. Nimeni nu moare. Ein Roman, der 1990 erschien. Care a apărut în 1990. Nachher kam eine Erzählung, die hieß Mein Bahnhofsviertel. Apoi o povestire cu titlul Cartierul meu de lângă gară. Welches den Auftakt bildet zu einem ganzen Zyklus. Care reprezintă începutul unui întreg ciclu. Von dem bislang der erste Band vorliegt mit dem Titel Übers Eis. Din care a apărut primul volum și care întregul ciclu poartă titlul Peste gheață. No, primul volum poartă titlul Peste gheață. Primul volum se numește Peste gheață. Es gibt noch mehr Bücher, also ältere Titel. Sunt și titluri mai vechi, cărți mai vechi. Ich möchte ihm jetzt möglichst bald die Gelegenheit zu lesen geben. Das Problem mit der Übersetzung ist so, dass wir in diesem Fall aus Übers Eis ein kleines Fragment haben, das dann trotzdem vielleicht ich vorlesen werde nach Peter Kurzeck, 2,5 Seiten, nur um einen Eindruck auch den rumänischen Zuhörern zu geben. Und er liest auf Deutsch aus Keiner stirbt. Eu voi citi în română 2,5 pagini, ca să vă faceți o impresie din cartea Eis, din ultima. Peste ultima carte, peste gheață. Dar n-are rost, că el citește altceva. Iar... domnul Peter Kurzeck va citi din alt roman. Sunt numai 2,5 pagini. Mai așa, o mică... Din romanul Nimeni nu moare. Ja, bitte, fangen Sie an mit Keiner stirbt. Ja, mir geschieht vielleicht gerade, weil ich dicke Bücher schreibe, oft, dass die Nebenmenschen, die Randfiguren in meinen Büchern, mich mit ihren Angelegenheiten und Geschichten behelligen und mit ihren Lebensläufen, auch wenn ich weiß oder auch wenn ich versuche, ihnen klarzumachen, dass das für das Buch eigentlich keine Bedeutung hat. Und aus Erfahrung weiß ich aber, dass es keinen Sinn hat, sich dagegen zu sträuben. Sie belästigen mich dann so lange, bis ich sie doch in meine Bücher hineinnehme. Und andererseits ist das auch gerade der Grund, denke ich, der Grund, warum ich schreibe und nie aufhören werde zu schreiben, weil das Schreiben genau wie die Schönheit
etwas mit mir tut, wogegen ich keine Macht habe. Und der kurze Text, den ich jetzt lesen werde, ist so ein Text, den eine der Randfiguren in meinen Büchern mir aufgedrängt hat. Es ist ein einziger Augenblick in der Nachkriegskindheit, ein einziger Augenblick aus der Kindheit im Nachkriegsdeutschland, in der, was man vielleicht auch noch sagen muss, in der amerikanischen Besatzungszone, also in Westdeutschland. Este vorba despre personaje marginale care totuși pătrund în opera scriitorului și în acest caz este vorba despre perioada de după război care și-a petrecut copilăria. Gut. Einmal als Kind der Reiz, wie jeden Tag abends heimgekommen. Seine Mutter hin und her in der Küche. Es ist immer wieder das Jahr 1950. Hat er Brüder und Schwestern gehabt? Oder sich jeden Tag neu welche ausdenken müssen? Sich die Tage auch ausdenken müssen? Sich selbst die meiste Zeit in der dritten Person nur gekannt? Wie die Helden aus einer Sportreportage. Frühmorgens zu spät und den Schulweg dann in Rekordzeit geschafft. Die Tasche, den Ranzen, den Turnschuhbeutel, sich selbst, den gestrigen Tag und den eigenen Namen im Zug, im Bus, in der Straßenbahn, im alten Jahrzehnt. Bis vor ein paar Jahren muss es in der Stadt noch eine Straßenbahn, die du maßstabgerecht in deinem Gedächtnis, oder wo ist der Reiz aufgewachsen? Im letzten Moment den Turnschuhbeutel dann doch nicht verloren. In der ersten Stunde in Rechnen eine Klassenarbeit zurückgekriegt? Und von drei einzigen Zweiern den Zweitbesten sich erobert. Sich eigenhändig einen eigenen letzten Milchzahn, der wochenlang schon gewackelt hat, schon seit den Sommerferien, einen gewaltigen Backenzahn ganz hinten unten mit Daumen und Zunge und Zeigefinger in der Schulstunde selbst raus, zäh und zielstrebig rausgewackelt. In Sozialkunde kriegt er auch eine 2. Beim Fußball? In einem einzigen Spiel hintereinander 3 Tore geschossen, er selbst, gegen eine Höllenmannschaft, die 3 Klassen höher, von der Gegenschule. Und ist jetzt der gewaltige Backenzahn hier in diesem Silberpapier, was hier in der Streichholzschachtel drin liegt, nicht verlieren. Die ersten Äpfel, die ersten Nüsse probiert, erst die ersten und dann bald auch schon wieder die letzten. Kautabak ausprobiert, die Vergänglichkeit ausprobiert, Seemannsknoten gelernt, den Abschied gelernt. Mit seinem jahrelangen schlimmsten Feind für die Zukunft, es gab eine Zukunft, nach all diesen Händeln einen baltigen Handel ausgehandelt, um eine Taschenlampe und einen Detektorbausatz komplett mit 2 Kopfhörern, derweil Waffenstillstand. Und eine lebendige Prinzessin mit eigenen Augen gesehen, Kastanien gesammelt und Eicheln für die Forstverwaltung, für die Wildschweine im Wald, im Winter, im Schnee, mit einem Oberförster auf Pirsch ein spannendes Jugendbuch, und auf einen Hochsitz drauf und durch ein Zielfernrohr durchgeguckt. Büchsenlicht, Jagdgeschichten. Das nächste Mal lässt er mich schießen. Ich will auch Förster werden. Erst Förster, dann Oberförster, dann Großwildjäger und Afrikaforscher, Amazonasforscher, Polarforscher. Auf nach Tibet, das Geheimnis des Schneemenschen. Der Mount Everest damals noch unbezwungen. Den gewaltigen Backenzahn will er mit Goldbronze und dann an einer Kette um den Hals. Ein Taschenmesser gefunden, sich selbst gefunden und jeden Tag wiedergefunden. Ein echtes 2-Mark-Stück gefunden. Und auf den eigenen Spuren beinahe auch eine dicke Brieftasche. An einem einzigen Nachmittag vom Zeitungsjungen zum Millionär. Die Steinzeit entdeckt und ausgegraben, die Steinzeit. Und mit sich allein in der Dämmerung in jedem Winkel einen vergrabenen Schatz gefunden. Vergraben und dann nicht mehr wiedergefunden. Verzaubert. Mit einer selbstgebastelten Angel, beinahe einen Fisch, einen Hecht, 2 oder 3 Hechte, keinen unter 1,80, allermindestens einen, also Meter die Länge, aus purem Silber. Was wiegt als Anglerglück so ein eigenhändiger Fisch? In der Lahn, in der Wisseck, im Klingelbach, beinahe alle 3 gefangen. Einen Taucher im Taucheranzug unter Wasser schnell wegtauchen sehen. Vielleicht ein Sowjetspion, sie kommen von Murmansk da oben ums Nordkap herum um die Ecke. Und dann unter Wasser die Lahn herauf bis zum alten Bootshaussteg. Einen Adenauer Mercedes am Oswaldsgarten gesehen, Wolken mit vielen Gesichtern, Schiffe auch auf der Lahn. Einmal eine lebendige Prinzessin mit eigenen Augen gesehen und sie fortan jeden Tag wieder gesehen. Anders kann er nicht heimgehen. Auf der ersten Rolltreppe seines Lebens emporgefahren, als ob er sie selbst erfunden hätte.
stehenden Fußes. Im Kino gewesen. Mit Hans Albers, mit zwei besten Schulfreunden. Große Freiheit Nummer 7, Freikarten. Ein Pferd gefüttert, ein Rennrad gezähmt, bei einem Porsche beim Radwechsel mitgeholfen. Ein paar windige Jahre an einer Tankstelle ausgeholfen, Kinderarbeit, viele schulfreie Nachmittage, für 20 Pfennig die Stunde, erst 15, dann 20 Pfennig. Eine Tankstelle mit Reparaturwerkstatt und unparteiisch die Zeit, seine eigene unwiederbringliche Zeit verkauft, aufgebraucht, eingetauscht, zurückgestohlen und mit der Stoppuhr gestoppt. Zum ersten Mal allein einen Vergaser eingestellt, einen Auspuff geschweißt, einen Motor frisiert, mitgeholfen, dabei gewesen, Holzhacken gelernt, um ein Kartoffelfeuer herumgestanden. Zu wie viel ist der denn gewesen? Den Seeweg nach Indien gefunden? Und dabei zwei oder drei Amerika auch entdeckt, auf Bäume geklettert, Segelflieger, einen Zeppelin fliegen sehen, einen Flugballon fliegen sehen, Wildgänse fliegen sehen, selbst mitgeflogen und die Erde von oben gesehen, die Erde hat sich bewegt. Es muss durch all die Jahre ein und derselbe Herbsttag mit vielen Himmeln immer wieder gewesen sein. Abends heim durch die Kälte mit heißem Kopf, da war es schon dunkel. Daheim seine Mutter am Herd, kocht Gemüsesuppe. Hat der Reiz, wie wir alle, denn auch keinen Vater gehabt? Er sieht sich unter der Küchenlampe, 8, 10, 12 Jahre alt. Dein Alter erkennst du jedes Mal an deinem einzigen Schulpullover mit seinen angestrickten Ärmelstrickbündchen. Soll lang noch halten, genau wie die Zeit. Tee mit Milch, fragt seine Mutter, die von Afrika keine Ahnung hat und von der Weltraumfahrt auch nicht, erst recht nicht. Warum kommst du so spät? Einen Adventsapfel will er essen, will gleich eine Mandarine schälen. Die erste in all diesen Vorweihnachtsjahren. Eine unbegreifliche Nuss aufmachen. Dann den heutigen Tag mit allen Einzelheiten. Nur schnell nichts vergessen, jetzt und in Ewigkeit. Jedes Ding will benannt und immer wieder benannt sein. Die Teller schon auf dem Tisch. Nicht zu atmen vergessen. Auf einmal ganz wirr, seit wann stottert er denn? Wie im Fieber. Steigt gleich die Welt vollzählig ihm zu Kopf, kippt jäh die Küche an ihm vorbei. Und dann hat er nur noch gewusst, wie er kotzt und schwitzt und sich festhalten muss, nur um zu bleiben. Beinahe ja sich totgestottert, beinahe die Sprache verloren für immer. Beim Waschbecken steht er und lässt lang kaltes Wasser laufen. Dann ist es wieder gut. Ein jedes Ding an seinem Platz. Es ist ein langer Tag gewesen. Der Ofen summt, warme Füße, draußen Frost und er setzt sich an den Abendtisch. Die beste Gemüsesuppe in seinem ganzen Leben. Mit Geduld. Mit dem Löffel. Danke. So, deci, un scurt fragment din, de la chiar începutul romanului Peste gheață, cel din 1997, cel mai recent. Iarnă ploioasă mai întâi, apoi iarnă cu zăpezi. La începutul anului 1984, după despărțire. După despărțire, de pe o zi pe alta, nu mai aveam nimic. Nici locuință, nici idee despre mine, ba nici măcar somn nu-mi prea rămăsese. Ce s-a dus, e bine dus. După cum se pare, tot la 2-3 ani îți începi viața din nou și de la capăt. În plină catastrofă, catapultat parcă din lume. Nici nu s-a luminat bine de, și ziua și-a și reluat interogatoriul cu mine. O debara într-o locuință străină. Mă mutasem la sfârșitul lui ianuarie. Mi-am umplut buzunarele de bloc notesuri și am pornit să-mi iau fata. O cheamă Carina. Avea 4 ani pe atunci. M-am dus să o iau de acasă. Cizmulițe de iarnă, căciuliță de lână, mănuși multicolore cu un singur deget și legat între ele cu panglică. Ne-am dus după lapte. Avem de numărat bani înainte de start. Avem de știut cum e cu drumul, cu pașii pe scări și cu ușile. Ne jucam pe noi înșine, vorbind, nimeream între versuri. Numai să nu ne împiedicăm. Apoi povești cu vulpea și cu bursucul și cu oameni care în lumina dimineții se duc liniștiți după lapte, vorbind, ei ce-or fi vorbind ei acolo. O ușă de intrare la Frankfurt. În fața ei 3 trepte din gresie. Pe cea superioară o pisică îmblănită, întrebând ce e cu vara de nu mai vine. Și povești cu acelea pe care de asemenea îl cunoști, vântul. Povești despre vânt. De parcă ar fi viața mea,
mereu numai propria mea viață, cea despre care nu mă pot opri să tot vă povestesc. Lapte în cutii, lapte orășenesc, pătrunzând împreună cu ea în dimineață, în această grădiniță, aceleași drumuri de când lumea, și ea tropăind lângă mine, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Tot așa și ziua, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Încet, încet, străzile, un tată, un copil. Începusem o nouă carte, a treia mea carte. N-aveam pentru ea titlu deocamdată. Aproape 5 ani de când mă lăsasem de băut. Se terminase cu bețiile, cu drogurile de asemenea. Trăiam cu senzația că în afara scrisului numai umblatul mă mai ajuta să-mi suport viața. Singură în celulă. Seara târziu mă văd privind mohorât, lângă o lampă mohorâtă, ultima mea pereche de pantofi, desculți fiind. Obosit și dus de umeri. Oare ce să le zic eu pantofilor? Epuizați. Sunt epuizați pantofii. Ce ți-a ieșit ție pe dos în viață de stai aici tremurând de frig în liniștea nopții și vorbești cu pantofii tăi? O debara în care, străin fiind, am încercat să dorm. Cu grijă, fără garanție. La persoana a treia, ca să zic așa. În mijlocul debaralei, lustruit și acoperit de praf, un pian negru cu capac. Zăvorit, mut ca un sicriu. Văzut dinspre saltaua mea, eu însumi parcă pe o plută amenințat de avarie, pianul se ridica în chip de stâncă, de monument mortuar. Oboseală, inima poticnindu-se. De ce liniștea e atât de liniștită și lumina atât de tulbure? Nu mai știam în somn dacă dorm. Noaptea pereții se apropiau unul de altul să mă strivească în strânsoare. Și cum să aflu eu, cum să știu eu vreodată dacă strigătul este chiar propriul meu strigăt sau numai un vis urât? Accese duse, asfixiante aproape. M-ar fi liniștit să dorm lângă o bandă magnetică în acțiune, să mă înregistrez pe bandă somnul cel cusut cu ața albă precar. Încă și mai bine să stau alături de mine, cu actul de naștere, cu buletinul și ceasul la îndemână, consemnându-mi somnul. Mi-ar fi plăcut să am un aparat de radio, măcar pentru câteva minute pe zi, ca un deținut, ca la închisoare. Trebuie completat un formular și înaintată cererea. De 3 ori pe zi, pentru câte 3 minute. O singură stație de emisie, mică de tot, mi-ar fi fost de ajuns. O voce umană care de 3 ori pe zi să anunțe fără teamă ora, ceasul, și o muzicuță neobosită cu respirația de rigoare. Cel mai urât se posta pianul în zori, între timp se făcuse februarie. Auzeam tramvaiul huruind și stăteam întins ca un mort. Tremura podeaua, toată casa tremura. În vecii vecilor n-aș vrea să stau îngropat într-un asemenea tremur perpetu. Ziua deja începea să prindă turație. Îmi adunam forțele, umpleam buzunarele de bloc-notesuri, numai să nu mă îmbolnăvesc, și pătrundeam în zi cu pași mari. După copilul meu să-mi iau fata. E cât de vreme și frig. Cerul plin de ciori și țipete și fâlfâl, chiar înainte să se fi luminat binelea. Pășeam repede, la marginea trotuarului zăpadă, zăpadă veche. La ușa casei un șoc nemaipomenit ca și când n-ar mai fi avut voie să mă cunoască, atât era de derutată, fata mea, copilul meu, Carina. În pijama, pe parapetul de la fereastră, cu ochii limpezi, pe pijama răsuște și flori de păpădie. Cerul se făcuse galben și coșurile fumegau. 4 ani, 4 ani și jumătate. Până mai ieri fusese încă bolnavă. Acum se trezește noapte de noapte țipând. Te vede în vis îngropat de o femeie, îngropat adânc și ea trebuie să te dezgroape, spune mama fiicei mele, o cheamă Sibile, privindu-mă drept în ochi, ca nu cumva să rămân cu impresia că nu m-ar putea privi în ochi. O dimineață de iarnă, orele 9. Poartă niște ciorapi, pantaloni roșii, fără rochie și un pulover gros, multicolor, pe care ni le împărțeam pe vremuri, la fel cum împărțeam mereu unul cu altul și timp și căldură. Majoritatea timpului fusese iarnă. Folosește un parfum nou. Cel mai multe dintre cărți împachetate deja, cartoanele se îngrămădesc până în holul scărilor. Din clipa în care mă mutasem din casă, nu suporta să mai vadă cărți. Nu eram căsătoriți, firește. Am stat 9 ani împreună.
un copil. Încă în ziua plecării mele eram deciși să ne împărțim dreptul de creștere a copilului. Eram pe poziția ca fata noastră, că fata noastră poate sta oricând la fel de bine la oricare dintre noi cât poftește. Dar cu două săptămâni mai târziu, Sibile mi-a spus: dacă vreau, pot aranja lucrurile în așa fel încât să nu mai vezi niciodată deloc. Banii lipsă, ca de obicei, dar acum mai pierdusem la țanc și slujba de jumătate normă. Să stai și să scrii. A treia mea carte, o carte despre satul copilăriei mele, Stauffenberg, în zona Gießen. Scriam în fiecare zi. Scriam ca să rămân, ca să pot rămâne la mine însumi și pe lumea asta câte zile voi fi având.